Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und entsprechend der warmen Außentemperaturen wird es in diesem Video um ein recht heißes Thema gehen, und zwar um das Elektroautomobil. Damit sich die Zuschauer einen möglichst guten Eindruck machen können, ob ich denn eventuell kompetent genug wäre, mich über dieses Thema auslassen zu dürfen, ja, hier einleitend ein paar kleine Worte zu meiner Person. Von klein auf hatte ich, wenn man das so in zwei Schubladen stecken möchte, die Interessenschwerpunkte, es war einmal der grüne Bereich und einmal der wissenschaftlich-technische Bereich. Das heißt, auf der einen Seite hat mich immer so interessiert Natur, Umwelt, Tiere, Pflanzen, Geografie, alles was so damit zu tun hat, mit unserem Planeten praktisch. Und auf der anderen Seite, wie funktionieren Dinge so technisch, wissenschaftlich, sich bewegende Teile und dann mit Spezialisierung später auf alles, was sich so fahrend bewegt, sprich das Automobil, die Fahrzeugtechnik. Und diese beiden Interessenschwerpunkte charakterisieren dann praktisch meine gesamte Berufsaus- und Weiterbildung. Das heißt, vom untersten Bereich irgendwo des Handwerks bis in den oberen Bereich des Studiums. Tätig war ich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste jetzt, was dieses Video vor allen Dingen auch betrifft, abschließend 7 Jahre lang in der Forschung und Entwicklung des weltgrößten Automobilbaukonzerns. Und dort habe ich dann vor ungefähr 2 Jahren nicht nur meinen ziemlich sicheren Job gekündigt, an den Nagel gehangen, sondern praktisch auch der kompletten Automobilindustrie für, ich hoffe doch, Lebzeiten den Rücken gekehrt. Warum, könnte man jetzt meinen, ist der denn so dämlich und schmeißt das alles hin, seine ganzen schönen Dokumente, Zertifikate, Abschlüsse und so weiter, praktisch nichts mehr wert irgendwo für den Rest des Lebens, ja, für des weiteren Lebens. Nun, ganz einfach, ich bin Idealist und konnte die ganzen Lügen der Industrie praktisch, wollte ich nicht mehr mittragen. Ich möchte persönlich nicht dafür verantwortlich sein, dass unser Planet weiter den Bach runtergeht. Und damit kann man denn bereits schon erahnen, vor allen Dingen auch die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, meines Tagebuchs Lappland 2021, die mich vielleicht schon ein- oder zweimal gefragt haben, warum ich, wo wir in Skandinavien gewesen sind, das Thema Elektroautomobilität so etwas sarkastisch bewertet habe. Hier die Antwort mit diesem Video. Die Zuschauer, die meine Videos bereits kennen, in jedem Fall meine Abonnenten, die wissen Bescheid. Meine Videos charakterisieren sich vor allen Dingen dadurch, dass sie möglichst allumfassend sind. Ich möchte einen kompletten inhaltlichen Abriss geben. Das heißt, das Thema so umfänglich wie nur möglich zu beleuchten. Das heißt, ich mache keine halben Sachen von den YouTube-üblichen 27,3 Minuten. Alles schön zusammengefasst. Hauptsache schnell, schnell, damit ich die Aufmerksamkeit der Leute nicht überstrapaziere. Das passiert bei mir nicht. Bei mir ist jeder gut aufgehoben, der sich möglichst umfänglich zu einem Thema informieren möchte, und das natürlich wie immer bei mir rational, faktenbasiert und natürlich in jedem Fall unabhängig, das heißt unparteiisch. Natürlich habe ich eine gewisse Vorprägung aufgrund meines Wissensstandes, auf meiner Kenntnis. Nichtsdestotrotz strukturiere ich meine Videos grundsätzlich so, dass ich die Fakten nenne und dann das ganz definitiv von meiner persönlichen Meinung trenne, wie wir es auch in diesem Video machen werden. Das heißt, es wird bei mir üblich keine schöne Rederei geben. Ich werde in diesem Video keine Zahlen aus irgendwelchen Studien nennen, ja, sondern wir werden hier ganz rational nur bei den Fakten bleiben. Und ich denke, mit dieser Strategie können wir uns auch von vornherein schon von all diesen Lügen, die über dieses Thema schon seit einigen Jahren kursieren, denke ich, komplett frei machen. Denn wir wissen alle, ja, traue keiner Studie, die dir nicht selbst gefälscht hast. Ja. Es gibt nichts allgemein gegen Studien. Ja. Aber gerade wenn ich eine Meinung irgendwo publik machen möchte, eignet sich dafür eine Studie wunderbar. Ja. Dies packe ich dann in entsprechende Zahlen, so wie man es gern hätte. Und schon, Bumsfallerer, wissen wir, was wir haben. 27 verschiedene Studien, das ist wie vor Gericht, wenn man irgendwelche Gutachten macht. Der eine sagt, ich bin dem nicht draufgefahren. Der nächste Verkehrsgutachter sagt, doch, sie sind draufgefahren. Ne, wir kennen das alles. Davon machen wir uns hier mal einmal komplett frei, sondern wirklich nur das, was wirklich zählt. Das Video habe ich in entsprechende Kapitel strukturiert, dass wir da auch eine gute Systematik reinbekommen. Den entsprechenden Lesebeitrag findet ihr bei mir auf der Webseite. Den Link packe ich wie immer bei unten mit ihr in die Videobeschreibung hinein. Meine 9 Kapitel dieses Videos wären da wie folgt. Erstens, ich gehe auf den Beschluss des EU-Parlaments aus diesem Monat, Jahr 2022, ein und beleuchte ein paar Kritikpunkte zu diesem Beschluss. Punkt Nummer 2, ich beleuchte die
Vorteile des Elektromotors im Vergleich zu dem Verbrennungsmotor. Als drittens, ich nenne die Vorteile des Elektroautomobiles, sage im nächsten Punkt etwas zu den Kontroversen, die sich denn daraus ergeben. Der größte Punkt tatsächlich wird hiermit werden, die Nachteile des Elektroautomobiles. Gehe dann aus diesen Nachteilen rüber zu dem Hintergrund, den ich da aus der Wirtschafts- oder Industrieecke beleuchten werde, zu dem Beschluss des EU-Parlamentes. Werde dann die Folgen, vermeintlichen Folgen einer zunehmenden Elektroautomobilität ein wenig erörtern. Natürlich gebe ich dann, wenn ich so viel Kritik geäußert habe, auch meinen ganz persönlichen Lösungsvorschlag ab. Und last but not least, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, werde ich euch noch ein paar weitere Antriebsarten nennen. Nummer 1, Beschluss des EU-Parlamentes. Dieses hat am 8.6.2022, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, Folgendes beschlossen, dass die Hersteller in der EU ab 2035 nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen. Das war der erste Bereich dieses Beschlusses. Und der zweite Teil des Beschlusses ist, dass auch synthetische Kraftstoffe, mit denen ein Verbrennungsmotor theoretisch weiterhin betrieben werden könnte, nicht mehr angerechnet werden dürfen. Auch wenn es so nicht genannt wird, bedeutet das praktisch den Aus des Verbrennungsmotors in der gesamten EU. Von den theoretisch über 700 Abgeordneten Parlamentariern im EU-Parlament haben 612 sich an dieser Abstimmung beteiligt. Die fiel aus 339 Ja-Stimmen, 249 Nein-Stimmen und 24 Enthaltungen. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, ein Beschluss des EU-Parlaments, der natürlich auch noch von den einzelnen EU-Staaten jeweils beschlossen werden muss. Allerdings gilt das zumindest als ziemlich sicher, da vor allen Dingen natürlich Deutschland hier der absolute Treiber dieser Initiative gewesen ist. Und der offizielle Hintergrund dieses Beschlusses ist, dass man natürlich den weltweiten Temperaturanstieg, das heißt den fortschreitenden Klimawandel, irgendwo einbremsen möchte. Ihr erkennt das schon an diesem leicht sarkastischen Unterton, dass wenn ich sage offiziell, es höchstwahrscheinlich auch noch einen inoffiziell geben könnte. Und darauf werden wir denn natürlich noch im Folge des Videos drauf eingehen. Tja, und wie bei vielen Beschlüssen gibt es auch bei diesem einige Kritikpunkte, die man in jedem Fall nennen sollte, um nicht zu sagen, es sind einige Kritikpunkte, die es doch relativ stark in sich haben und sich auch so irgendwo durch das ganze Thema ein bisschen mit hindurchziehen. Ja? Punkt Nummer 1. Diese Entscheidung ist nicht von Fachleuten getroffen worden. Das heißt, ich will mich jetzt nicht herausheben, aber halt von Menschen, die eine entsprechende Berufskenntnis, sich mit diesem Thema also schon qualifiziert länger auseinandersetzen, sondern von Parlamentariern und Lobbyisten, wie es in der Politik nicht selten üblich ist. Ja. Dann erfolgte diese Abstimmung, wenn man das so nennen darf, praktisch unter dem Radar. Also die Öffentlichkeit wurde vorher darüber nicht informiert. Man hat also ganz bewusst nicht eine Diskussion entfachen wollen über dieses Thema, sondern das ist so ein Klassiker, wir kennen das. Ey, guckt mal da hinten alle und dann machen wir schnell hier. Akkurat, die Nummer funktioniert immer wieder ganz gut. Der dritte Kritikpunkt. An dem sieht man denn schon, wo so ein bisschen der Hase langläuft, also aus welcher Richtung da der Wind wehen könnte, ist, dass praktisch nicht nur der Motor, sondern zusätzlich auch noch klimaneutrale Biokraftstoffe verboten wurden, ja, mit denen man eigentlich teilweise auch noch klimafreundlicher, das kommt jetzt drauf an, auf das jeweilige, aber es ist zumindest technisch möglich, sauberer irgendwelche Motoren, Fahrzeuge betreiben könnte, als tatsächlich mit der Elektromobilität. Ja, genau.
Der vierte Kritikpunkt wäre, dass dieses Verbot ausschließlich die Quelle mit dem gesamtheitlich geringsten Teil an den schädlichen CO2-Emissionen betrifft. Das heißt, die Autos. Denn sowohl Zweiräder, die ja übrigens gar nicht genannt wurden, als auch natürlich die größeren Fahrzeuge, wie beispielsweise Lkw, Züge, Schiffe, Flugzeuge, sowie praktisch die gesamte produzierende Industrie sind nicht betroffen von diesem Verbot. Die können also fleißig weiter betreiben, CO2-Ausstoß. Und schaut man sich, ich nenne extra keine Zahlen, hatte ich gesagt, aber wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, auch wenn das Automobil natürlich popularisiert wird, ist keine Frage, ist es aber tatsächlich von dem ganzen Ding wirklich nur der kleinste Bereich. Und das ist natürlich durchaus ein Kritikpunkt, dass man sagt, man fängt an einem Bereich an, wo die Auswirkungen nicht besonders groß sind und wo wir dem in Folge auch natürlich keine riesengroße Veränderung erwarten können, ja, logischerweise. Ja. Und dann betrifft das Verbot natürlich nur für die Fahrzeuge, die in der EU zugelassen wurden. Das heißt allerdings nicht, dass die Autobauer, das heißt vor allen Dingen die Autobauer in der EU natürlich, ja, nicht weiterhin Verbrennungsmotoren produzieren werden. Und damit werden die natürlich weiterhin im Ausland verkauft, ja? Und vermutlich, das ist jetzt eine Spekulation, da möchte ich mich ja nicht festlegen, sondern das ist so von meinem Kenntnisstand, den ich so habe, ne? Möchte ja auch irgendwo gewinnorientiert sein, da denn in jedem Fall nicht weniger als vorher. Ja? Und da seht ihr denn schon, ne? Auf der einen Seite versuchen wir was grün zu machen, auf der nächsten Seite wird es, wo natürlich auch die Abgasvorschriften ganz andere sind, viel niedere, eigentlich nur noch schlimmer werden. Ja? Und damit liegt praktisch, wie bei vielen solchen Umwelt- und Klimazielen oder Problematiken, grundsätzlich der Verdacht des Greenwashings im Raum. Das heißt, man tut so, als ob man jetzt was besonders Gutes für die Umwelt macht, ja, brüstet sich dann mit irgendwelchen Zertifikaten, Beschlüssen und so weiter. Tatsächlich passiert aber irgendwo genau das Gegenteil. Ja. Denn wir werden jetzt natürlich im Laufe des Videos auch die ganzen Nachteile des Elektroautomobils ausgiebig beleuchten. Zuerst, ich hatte gesagt, es ist heute besonders warm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt 33 und ich hatte es meinen Zuschauern ja auch bereits in meinem Wasservideo erzählt. Man sollte immer grundsätzlich genug trinken, ja, und da ich hier eine ganze Weile draußen rumhocke. Das übrigens selbstgemachter Holundersirup. Ja, seht da nochmal, Bereich Natur, war nicht gelogen. Ja, gibt es natürlich auch ein entsprechendes Video bei mir auf dem Kanal. Was Erfrischendes zwischendurch. Lecker. Gut, dann kommen wir zum Punkt 2 meiner Erörterung. Die Vorteile des Elektromotors versus dem des Verbrennungsmotors. Und hier weise ich ganz explizit darauf hin, dass ich von den Motoren rede. Das heißt, wir reden hier nicht von einem Automobil, da werden wir erst später zu kommen, sondern wir denken uns jetzt erstmal nur irgendwo, was weiß denn ich, jeder hat vielleicht eine Bohrmaschine und eine elektrische Zahnbürste, was auch immer zu Hause, ja. Nur das Ding, was da praktisch drin ist, es geht hier nur ausschließlich um den Motor, um nichts drumherum. Im Vergleich zum Verbrennungsmotor hat der Elektromotor natürlich einen höheren Wirkungsgrad, das heißt, kann effizienter betrieben werden. Er hat eine permanente Drehmomentabgabe, das heißt keine Höhen und Spitzen, sondern durch das breite Drehzahlband fast, könnte man meinen, irgendwo ein gleichmäßiges Drehmoment natürlich auch. Er hat keine Abgase, womit er ideal für abgassensible Bereiche ist. Wir kennen das irgendwo in irgendwelchen Lagerhallen, werden Stapler gefahren oder irgendwo unter Tage, wo es natürlich nicht groß miefen soll. Da ist der Elektromotor 1A wunderbar vorne mit dabei. Dann haben wir in jedem Fall unter Umständen geringere Betriebskosten durch weniger Wartung und einen einfachen Aufbau des Elektromotors selbst. Und natürlich, er ist im Vergleich zum Verbrennungsmotor, je nach Bauart, aber so ungefähr kann man das ruhig sagen, kompakter und auch ein klein wenig leichter. Und gern werden jetzt genau diese genannten Vorteile eines Elektromotors 1:1 auf das Elektroautomobil übertragen. Und dabei werden ganz bewusst die Nachteile ausgeblendet, die sich aus der Implementierung des Motors in dieses Fahrzeug ergeben. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob der Elektromotor in einem Personenkraftwagen oder meinetwegen in einem Haushalts- oder Industriegerät zum Einsatz kommt. Und übrigens mal ganz nebenbei, Lokomotiven, Schiffe, U-Boote oder diese riesigen, monströsen Muldenkipper, die da mit ihren 500 Tonnen durch irgendwelche Tagebauten chauffiert werden und die der ein oder andere Junge oder vielleicht auch Mann nicht mal gerne chauffieren würde. Ja?
die besitzen alle dieselelektrische Antriebe. Das heißt, da wird die elektrische Energie mit Hilfe eines Generators aus einem Dieselmotor erzeugt. Ja, es ist also nicht so, wie man denkt, oh, der Zug fährt auf Schienen, so nach dem Motto, es qualmt nirgendwo sichtbar raus, ja, und das wäre dann automatisch elektrisch, 100% voll elektrisch. Auch hier kommt die elektrische Strom bei diesen großen Dingern natürlich irgendwo aus einem fossilen Brennstoff. Im Punkt 3 meiner Erörterung kommen wir nun zu den Vorteilen der Elektroautomobile. Nachdem wir jetzt den Motor haben, schauen wir uns jetzt an, wie sieht es mit dem Motor in dem Fahrzeug aus. Punkt Nummer 1 oder der Klassiker, der in jedem Fall mit so der größte Anreiz natürlich sein könnte, sind die entsprechenden Steuervorteile. Denn zumindest laut aktuellem Stand ist es noch so, dass es bis zum Jahre 2030 eine 100% Steuerbefreiung für Elektroautomobile gibt. Natürlich kann man sich mal ausmalen, wenn entsprechend viele Elektroautomobile irgendwo zugelassen sind, dass würden ja denn die ganzen Steuereinnahmen von den Verbrennern wegfallen. Das sieht der Staat denn natürlich, also das ist spekulativ, aber es liegt irgendwo auf der Hand. Ja. Dass irgendwann werden Elektroautomobile natürlich auch entsprechend besteuert werden. Das könnte man annehmen. Ja. Dann gibt es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auch noch eine Förderung durch den Staat und die Autoindustrie. Das heißt, diese sogenannte E-Auto-Prämie läuft nach meiner Kenntnis, wenn ich jetzt auf dem aktuellen noch bin, bis zum Ende diesen Jahres, Dezember 2022. Danach soll sie zumindest, das sind von den Plänen, die ich gehört habe, sie schrittweise immer mehr entfallen. Wie sich das denn, wird man wahrscheinlich sehen müssen. Ja, das sind also bis zu diesem Zeitpunkt zwei finanzielle Vorteile, wo wir jetzt aber gesehen haben, die werden sehr wahrscheinlich auslaufen. Ja. Dann haben wir natürlich keine Fahrverbote für Elektroautomobile. Ja, also in Umweltzonen zum Beispiel, wenn wir daran denken, damit wird ja ganz gern geworben, ist auch völlig richtig. Allerdings muss man auch sagen, es gibt doch keine Fahrverbote für eine grüne Feinstaubplakette. Das heißt für den Großteil aller anderen PKWs, die gerade durch die Gegend fahren. Und damit meine ich auch diese Motoren. Auch die haben ja, ne? Also zum Thema Feinstaub könnte ich eigentlich ein separates Video machen. Ich mache es mal hier mal kurz. In meinen Augen ist die Nummer Schwachsinn irgendwo, weil es auch ein bisschen etwas mit dem ganzen Fake von Abgas zu tun hat und Zahlen auf dem Papier. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Fakt ist zumindest, das Elektroautomobil hat keine Einschränkungen in Umweltfahrverbotszonen und man muss jetzt auch nicht davon ausgehen, dass bei einem Ozonalarm, wenn das wieder so ein bisschen, ne, dass man dann auch das Auto stehen lassen müsste oder so, davon wäre man in jedem Fall frei, wie allerdings auch nicht unerheblicher Teil der Verbrennerfahrzeuge. Dann gibt es sogenannte Parkprivilegien. Das ist einmal so, dass man teilweise, das ist je nach Gemeinde, Stadt und Landkreis unterschiedlich, also entweder kostenlos komplett parken kann oder aber zu reduzierten Tarifen. Und man hat nicht selten, das ist auch natürlich verbunden mit der E-Ladesäule, eine kürzere Entfernung zu dem Punkt, wo man hinlaufen möchte, wenn man aus dem Fahrzeug aussteigt. Ja, also wenn wir jetzt irgendwo den Parkplatz haben, dann ist die E-Ladesäule immer gleich mit vorne als erstes nahe des Eingangs platziert, ja, um da das Ganze ein bisschen lukrativer zu machen. Und auch da haben natürlich die Zuschauer meine Abenteuerreportage. Ich habe mich ja einmal unten in Südschweden da so ein bisschen drüber lustig gemacht über das Thema, wo ich gesagt habe, ja, mein Auto ist jetzt auch grün, ich parke damit jetzt praktisch eine E-Säule zu. Ja, es war natürlich ein Spaß, aber da wisst ihr, woher der ganze Sinn und Verstand eventuell oder auch nicht kommen mag. Ja. Und jetzt haben wir hier so ein paar Vorteile, die in jedem Fall relativ unstrittig sind, aber wir gesehen haben, dass es Vorteile auf dem Papier sind. Ja, das heißt also, durch Gesetze, Regelungen und Gebote gegeben sind, die von heute auf morgen tatsächlich, ne, auch wieder wegfallen können. Ne? Und dann bleibt bis zu diesem Punkt praktisch, also wenn das mal so wäre, dass das jemand ändern würde, diese zum Zeitpunkt jetzt noch aktuellen Vorteile, dann wären die plötzlich alle weg. So. Und aus meiner technischen Sicht tatsächlich der einzige Vorteil eines Elektroautomobils, der gleichzeitig auch keinen spürbaren Nachteil, das muss man ja dazu sagen, mit sich bringt, ist die Nutzung einer elektromotorischen Bremse. Das heißt der Rekuperationsbremse, ja, wo wir praktisch aus der kinetischen Energie beim Bremsen wieder elektrische erzeugen können.
Das ist so ein Ding, das würde ich mir auch bei anderen Fahrzeugen gewünscht haben, wie beispielsweise bei dem mit einem Verbrennermotor, aber ist natürlich, bedingt natürlich immer die elektrische Komponente, ne, im Fahrzeug. Also das ist in jedem Fall der Vorteil, den ich aus technischer Sicht eines Automobils mit Elektroantrieb sehe. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die Vorteile, die finanzieller Natur oder vielleicht auch so ein bisschen ideologischer sind, aber nur auf dem Papier existieren. Tja, und jetzt werdet ihr sagen, ja, Moment mal, wo ist denn die ganze andere Latte von Vorteilen? Da, meine lieben Freunde, ich sagte ja, wir werden das Ganze hier exakt sachlich und fachlich beleuchten. Ich rede hier nichts schön, denn tatsächlich alles andere, was irgendwo als Vorteil genannt wird, halte ich eher für kontrovers, mindestens aber diskussionswürdig und geht auch tatsächlich, schaut man sich die Sache genau an, eher in den Bereich eines Nachteils. Wo wir ja beim Punkt wären, dass möglicherweise, wie das ja nicht selten so ist in der Industrie, wenn man irgendwo einen Trend forciert, dass man Nachteile nicht selten schön so als Vorteil nochmal umkrempeln kann. Und das wird natürlich, da machen wir uns nichts vor, im Bereich des Elektroautomobils, weil da steht eine riesen Lobby, da steht richtig viel Geld hinter, ja, dass das natürlich auch gemacht wird. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 4, den Kontroversen zum Elektroautomobil, die sich zum Teil aus einigen vermeintlichen Vorteilen raus ergeben. Ja. Fangen wir mal an. Es gibt im Betrieb des laufenden Fahrzeugs natürlich keine CO2-Emissionen. Ich sagte ja, eigentlich ein Vorteil. Aber warum ist es eine Kontroverse? Weil es natürlich in der Produktion einen immensen Mehrausstoß dieses Treibhausgases gibt. Ja? Und natürlich, ohne jetzt, wie gesagt, die Zahlen zu nennen, immer dran denken, ein Vielfaches von dem, was ein Verbrenner, ein Fahrzeug, ein Automobil mit Verbrennungsmotor in der Produktion ausstoßen würde. Und damit seht ihr schon, das zieht sich jetzt durch die ganze Kontroverse so durch. Man hat einen vermeintlichen Vorteil, den man gern separat als Vorteil hinstellt. Man muss den aber in der Gesamtheit jetzt über betrachten. Und dann haben wir sozusagen 1 minus x, ja, ist gar nicht mehr 1, ja, sondern in dem Fall möglicherweise sogar minus 1. Ja, wenn man, je nachdem wie schwer der Nachteil bzw. diese Kontroverse wirkt. Ja. Dann haben wir eine positive Umweltbilanz nach einer gewissen Laufzeit X, das heißt, wo das Ganze denn irgendwo aus umweltbilanztechnischer Sicht rentabel wird. Das steht aber dem Fakt entgegen, dass das Auto eine deutlich kürzere Lebensdauer hat. Und natürlich auch der Fahrzeughalterwechsel immer in kürzeren, kleineren Etappen erfolgt. Ja. So muss ich hier erklären, für alle, die es noch nicht wissen, obwohl es eigentlich dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen sein könnte, über die letzten vielen Jahre hinweg, dass das Automobil bei der Konstruktion, jegliches Bauteil, dem wird ja eine entsprechende Haltbarkeit zugerechnet, ja? Wie lange das Ganze funktionieren muss, ohne dass es ersetzt werden muss, bis sich der Verschleiß einstellt oder bis es halt komplett, ne, ist. Und diese Berechnung, wo man halt praktisch vor über 60, 70 Jahren noch gesagt hat, wir machen die Spurstange jetzt so dick, das hält in jedem Fall, ja, ist man, und das sind ja die Gründe, warum die Oldtimer denn heute noch fahren, ja, und dann ist man irgendwann dazu hingegangen, dass man sagt hat, okay, wir machen das Ding jetzt immer dünner, immer dünner, immer dünner, wir testen uns genau an den Wert ran, wo man, ne, in jedem Fall, dass wir gerade noch so durch die Garantie kommen, das ist immer ganz wichtig. Ja, und dann sozusagen völlig egal, natürlich auch mit dem Hintergrund hier. Ja, man möchte ja wieder verdienen, das Teil müsste schnellstmöglich ersetzt werden. Und das betrifft praktisch das komplette Automobil. Das geht nicht nur um den Motor, ja, man kann jetzt natürlich beim Verbrennungsmotor, wurde das, wenn man jetzt klassischerweise sagt, der hat jetzt, damals konnte der nach 500.000 laufen, ja, wie zum Beispiel mein Klassiker, der Volvo, ist mit einer 750.000, ich will nicht sagen eingefahren, aber noch gut dabei, ja, während bei anderen sagen, was, 250.000, das Ding kann schon in der Presse stecken. Ja. Das hat man da und es gibt auch so gewisse Zahlen, die möchte ich jetzt aber extra nicht nennen, aber es gibt eine gewisse Kategorisierung, wo man sieht, in welchen Zeitabständen mit wie viel, welcher Kilometerlaufleistung gerechnet wurde und dieses wurde immer kleiner. Man hat also ganz bewusst, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, konsumorientiert, natürlich auch das entsprechend das Automobil immer kürzer berechnet in der Lebensdauer. Ja, und das steht ja natürlich praktisch genau dieser längeren Lebensdauer auch der Batterie entgegen.
Batterie. Das ist ja auch so ein Punkt, womit man gern wirbt. Ja? Die Lithium-Ionen-Batterien oder welche andere später denn auch noch kommen mögen, weiß man ja zum heutigen Standpunkt noch nicht, halten immer länger und damit wird das Ganze immer, ja, schöne Sache, was nützt es mir denn aber jetzt mal gesponnen, wenn im Endeffekt die Batterie das Auto überlebt. Das wäre nämlich der Klassiker, wie beispielsweise auch bei einem Verbrennungsmotor. Nicht selten ist beim Auto vorher mehr kaputt, dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, was man denn alles irgendwo durchreparieren muss, als dass der Motor nicht noch länger laufen würde. Ne? Also es muss nicht immer so sein, dass das Aggregat zuerst den Hintern hochreißt. Ja, und das sind dann, wie gesagt, diese Kontroversen. Dann haben wir, auf der einen Seite wird mehr Strom für die ganzen Verbrenner ja natürlich denn irgendwo benötigt. Der muss ja jetzt ganz schnell herkommen und die Regierung machen sich ja so einen Kopf, wie das alles funktioniert, mit Kabeln durch die See und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sagt man sich aber Kernkraft AD. Es gibt also irgendwo definitiv ein Defizit an elektrischem Strom, der hundertprozentig aufkommen wird. Das steht jetzt schon so sicher fest wie das Amen in der Kirche. Ja? Das wird in jedem Fall eng mit dem Hintergrund des Ausstiegs der Kernenergie. Und da steht jetzt natürlich die Frage im Raum, kann man spekulieren, inwiefern das jetzt bedacht wurde. Ja? Und dann habe ich euch hier mal einen ganz interessanten Punkt herausgewählt, mit dem das ganze Thema ja anfing. Ja, wir können uns erinnern, ja, beziehungsweise die Zuschauer meiner Abenteuerreportage Lappland wissen es natürlich, ich als 20-jähriger Lapplandhase praktisch bin ja regelmäßig oben in Skandinavien unterwegs und angefangen hat der ganze Spaß ja praktisch mit der Innovation aus Norwegen, ja, wo man natürlich gesagt hat, Mensch, guck mal, die Norweger haben jetzt solche ehrgeizigen Ziele, dass sie in relativ kurzer Zeit, wie gesagt außerhalb des Zeitrahmens der EU, auf voll elektrisch umsteigen müssen. Und das ist ja auch lohnenswert und auch wunderbar. Und es wird auch funktionieren in Norwegen. Das Problem allerdings, diese Kontroverse, die sich jetzt daraus ergibt, ist, dass man gesagt hat, naja, wenn die das machen, dann machen wir das natürlich auch. Können wir schon lange oder versuchen wir, wie auch immer. Jetzt sollte man allerdings dazu wissen, dass Norwegen, ja so mit ziemlich großem Abstand, das reichste Land in ganz Europa ist. Ja, während in Deutschland, das mag jetzt vielleicht krass klingen, aber ich rede ja jetzt zum Beispiel immer von meiner Region, ja, eigentlich so die Armut überwiegt teilweise schon. Ja. Also wir haben in jedem Fall ein komplett anderes Wohlstandsgefälle. Und natürlich hat das, werden wir zukommen, mit den Kosten eines Elektroautomobils zu tun. Nur weil sich das der reiche Norweger leisten kann, ja, hat das noch lange nicht zu heißen, dass man das auch in Deutschland machen kann. Ja. Und dann kommt hinzu, Thema Norwegen. Norwegen ist meines Erachtens nach das einzige Land in ganz Europa, was seine gesamte Energie nahezu aus 100% regenerativen natürlichen Ressourcen, das heißt der Wasserkraft in diesem Fall, erzeugt. Und damit macht die Sache natürlich ja auch Sinn mit dem Elektrofahrzeug in Norwegen. Wenn ich weiß, der Strom wird sauber produziert. Auch hier wieder, die Zuschauer meiner Abenteuerreportage, wir standen vor der Talsperre. Ich habe die großen gravierenden Änderungen in der Landschaft darauf hingewiesen. Jede natürliche Energieerzeugung, ob das jetzt Solar, Wasserkraft, Wind und so weiter, bringt immer irgendwelche Nachteile mit sich. Das ist, denke ich, unstrittig bis zu diesem Punkt hin. Aber zumindest schauen wir uns jetzt mal den Vergleich an. Da kommt es ja auch an. Ich möchte jetzt also nicht die Wasserkraft negativ bewerten irgendwo, sondern ich möchte nur damit sagen, dass hier in Norwegen die Energie auch 100% aus Ökostrom bezogen wird. Also nahezu 100%. Ich wollte jetzt keine Zahlen nennen, aber sie geht in fast voll ran. Ja. Während das aber in Deutschland und vor allen Dingen im Rest der EU überhaupt nicht der Fall ist. Ja, denn da wird der Strom nach wie vor aus weiteren fossilen Energieträgern gewonnen. Und damit kann man, und das ist nämlich der Punkt, wo ich die ganze Sache schon von Anfang an in Frage gestellt habe, wo die Leute ankommen, ja hier in Norwegen, das war schon vor mehreren Jahren, ging über Automobilzeitschriften, über Foren, über Fernsehberichte, wie toll man das fand und kann man hier auch, wo ich immer gesagt habe, ja Mensch, denk doch mal drüber nach, das ist ein ganz anderes Land mit ganz anderen Verhältnissen und ihr versucht jetzt hier was zu übertragen. Das ist jetzt praktisch wie wenn ich Bob Marley an Nordpol schicke. Das, ja, es kann so nicht funktionieren. Man nimmt sich da ein Beispiel, was praktisch überhaupt völlig, also der Vergleich ist nicht nur Apfel mit Birnen, sondern
dermaßen unrealistisch, dass die ganze essentielle Grundlage, auf der die Elektroautomobilität bei uns in Europa diskutiert wurde, anhand des Beispiels Norwegen eigentlich völlig absurd ist. Und wo ich denn jetzt auch schon so bei Ländern, Regionen gewesen bin, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, der zieht sich durch jegliche grüne Bereiche, wenn es um Industrieländer, speziell geht es jetzt hier um die EU, geht. Das heißt, jedes Mal, wenn man für Europa eine saubere Energie haben möchte, bedeutet das praktisch nichts anderes, als für die Entwicklungsländer, da wo die Energie essentiell eigentlich herkommt, dass es da eigentlich nur noch schlechter wird. Und von Energie herkommen meine ich in dem Fall natürlich den Rohstoffabbau. Und das ist dann der Punkt des Greenwashings, wo sich dann Europa praktisch eine saubere, weiße, grüne Weste waschen möchte, anziehen möchte, während es aber in den Herkunftsländern dieser Rohstoffe definitiv nicht besser wird. Und da muss man ja natürlich dran denken, wir leben auf einem Planeten, der rund ist. Sich jetzt nur Europa als einen Kontinent oder eine Region zu betrachten, wo denn vielleicht, man weiß es ja nicht, alles besser wird und in der anderen Ecke aber alles schlechter wird mit unter Umständen. Unser Klima ist eins, ist nicht in zwei Bereiche geteilt. Ist diese Logik, ja, werde ich am Ende des Videos nochmal zukommen, absolut gar keine. Und denn zur letzten Kontroverse, wenn ich das so sagen darf, man kann es auch Kritikpunkt nennen. Was ich jetzt im Bereich meiner Erörterung dieses Berichtes über mehrere Wochen so oft schon gelesen habe, sind solche Klassiker wie, wenn es um Nachteile geht, um die so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, es wird besser oder es dürfte sich bald einiges tun. Oder mit Fortschritten ist zu rechnen. Solche Aussagen charakterisieren praktisch alle irgendwelchen Berichte. Ja. Tatsächlich wissen wir aber noch nicht mal, wie morgen das Wetter wird. Ja, es geht hier nicht um Glauben, es geht nicht um das, was irgendwie sein könnte, sondern es geht hier um die Fakten, um das, was heute essentiell besteht. Um das Wissen, um das nachprüfbare, beweisbare und nutzbare Wissen. Ja. Und das ist relativ dürftig zu diesem Bereich, wie wir denn auch gleich noch sehen werden. Ja. Ansonsten könnte ich ja jetzt natürlich auch, sagen wir mal, Wahrsagen wie Glaskugel gucken oder Karten legen, auch als anerkannte Wissenschaft titulieren. Ja. Das wäre ja praktisch nichts anderes. Also diese Nummer mit solchen Argumentationen sieht man aber, glaube ich, auch, wenn man jetzt noch keinen technischen Sachverstand zu dem Thema hat, dass hier in jedem Fall etwas für die Zukunft schön geredet werden soll, obwohl wir praktisch überhaupt uns darüber gar keine Aussage erlauben können. Ja, nach den relativ wenigen Vorteilen, wo der ein oder andere möglicherweise schon die Nase gerümpft hat, dann den Kontroversen, die ich da grundsätzlich sehe, ist das was oder ist das nichts? Ja, versus, kommen wir jetzt im Punkt 5 zu den Nachteilen des Elektroautomobils. Hier habe ich das Ganze immer in entsprechende Themenfelder gegliedert. Sieht man wie mir auf dem Lesebeitrag. In der Webseite ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher, wenn man sich das dann anschauen möchte. Nichtsdestotrotz, ich versuche es ja trotzdem so zu strukturieren, dass es dennoch irgendwo ein bisschen übersichtlich bleibt. Das heißt, ich habe einzelne Punkte aus den vielen Nachteilen, die wir gleich nennen werden, in diese entsprechenden Themenfelder zusammengesetzt, die meiner Meinung nach irgendwo auch zusammengehören. Und da wäre Punkt Nummer 1 die Kosten. Ja. Angeblich, heißt es ja, gibt es bei einem Elektroautomobil geringere Unterhaltskosten durch weniger Verschleiß bzw. die geringeren Wartungskosten. Solche Sachen wie Zahnriemen, Kupplung, Öle, Filter, Dichtung und so weiter. Und angeblich gibt es auch geringere Betriebskosten, da der Strom ja günstiger sei als die fossilen Brennstoffe. Ich sage angeblich, ja, weil das ist wieder so ein Klassiker, wo ich der Meinung bin, aus meiner fachlichen Sicht, da wird etwas schön gerechnet. Ja. Denn tatsächlich ist es so, dass der Kaufpreis eines Elektrofahrzeugs grundsätzlich höher ist. Ich glaube, das dürfte wohl niemand abstreiten. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie dieser Kaufpreis zusammengesetzt wird, wie er zustande kommt, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob da denn tatsächlich eines Tages günstiger werden könnte oder vielleicht auch nicht. Ja. Denn einmal besteht er aus dem deutlich erhöhten Anteil an elektronischen Komponenten in diesem Elektroautomobil. Grundsätzlich sind elektronische Komponenten in einem Fahrzeug mit die teuersten überhaupt. Wenn ich das Auto so nehme in der Produktion mit Blechkarosseriestanze und ein paar Scheiben rein, hier und da ein paar Sitze, ein bisschen Infotainment und hier und da, das ist praktisch alles
Ich will jetzt nicht sagen Peng, aber im Vergleich zu der Masse an Steuergeräten, dem ganzen Kabel, Stecker, Programmierungsgedöns, was da drin hängt, ja, ist das der kleinste Teil. Und im Elektrofahrzeug ist da natürlich der größte Bereich. Ja. Punkt Nummer 1, was die hohen Kosten betrifft. Und Punkt Nummer 2 ist natürlich, dass es auf die Batterie, auf die schädliche, werden wir zu kommen, Batterie, was die Umweltbilanz, CO2-Ausstoß angeht, natürlich eine entsprechende CO2-Steuer gibt. Ja. Das sind bis hier jetzt zumindest zwei Punkte, wo ich überhaupt nicht sehe, dass die irgendwann mal günstiger werden könnten. Also diese beiden Bereiche, wo sich der Kaufpreis dieses Elektrofahrzeugs rausbildet. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, na, vielleicht werden sie eines die CO2-Steuer für Elektrofahrzeuge senken. Also für die Akkuproduktion. Das käme allerdings auch gleich mit der Nummer wie, ach, das ist uns völlig egal, wie dreckig die Akkuproduktion ist. Hauptsache, wir stellen das Auto her. Ne? Dann wäre praktisch der ganze Vorwand, warum man überhaupt das Elektroautomobil erfunden hat, völlig obsolet. Ja? Also da hätten wir gar nichts mit dem Klima erreicht, wenn dem denn tatsächlich so wäre. Ja? Also was die, den Klimawandel angeht. Ja? Und dann darf man natürlich nicht vergessen, den dritten Punkt beim Kaufpreis des Elektrofahrzeugs ist irgendwo natürlich auch... Die Hersteller typische Gewinnmaximierung. Ja. Welcher Automobilhersteller möchte denn schon irgendwo weniger haben? Es geht ja immer um mehr. Ja. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich heute eine gewisse Zahl X in die Entwicklung investiert habe, die möchte der Hersteller in jedem Fall wieder raus haben, die kriegt er in jedem Fall auch raus. Ja. Was sich über eine Jahreslaufzeit X hinwegzieht, ja, diese Kosten, ist, es kommt da noch hinzu natürlich, dass man ja nicht jedes Jahr irgendwie vielleicht was der Preis bleibt oder günstiger wird. Na, wir kennen das grundsätzlich, es wird alles teurer. So, und damit habe ich jetzt, wenn ich jetzt nur mal drei, ich könnte jetzt, ich sagte ja, ich möchte keine Zahlen nennen, auch wenn ich das durchaus könnte bei der Produktion. Ja. Also ich kann euch genau sagen, was ein Fahrzeug tatsächlich kostet und was ihr denn bezahlt. Allerdings möchte ich jetzt morgen nicht irgendeine Schadensersatzklage wegen Geheimverstoß gegen Geheimhaltungspflichten irgendwo am Hals haben. Und zweitens, wie gesagt, spielt es jetzt auch keine Rolle, weil das bei dem einen so sein kann und bei dem anderen so. Ja. Was ich da zumindest nur sagen möchte, dieser Punkt, der da immer gern schön geredet wird, mit den angeblich günstigen Kosten, sehe ich absolut nicht so. Punkt. Dann habe ich den Nachteilspunkt Betrieb kategorisiert. Ja. Man könnte auch sagen Nutzung. Da haben wir in jedem Fall die begrenzte Reichweite des Elektroautomobils. Ja. Vor allem, was natürlich auch Langstreckenfahrten betrifft, wo es keine Bremsungen gibt, wenn wir jetzt an die Rekuperationsbremse denken. Ja. Diese relativ geringe Reichweite im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor wird weiter verringert durch zusätzliche Stromverbraucher in dem Fahrzeug. Das heißt also solche Schäden, die eigentlich permanent laufen, wie alle möglichen Komfortsysteme, unter anderem natürlich auch die Klimaanlage. Ja. Und da wären wir dann wieder nicht bei dem Punkt, wie, ne, das kennen wir alle schon vom Verbrennungsmotor. Ja. Der Fahrzeughersteller, der gibt da angebliche Verbräuche an Gewichte und Zahlen und Fakten und Daten in irgendwelchen super tollen Prüflaboren, 25 Messzyklen, die, machen wir uns nichts vor, alle völlig unrealistisch sind in der Praxis. Ja. Und das Ganze toppen wir denn im Prinzip, wenn wir noch das Ganze alles bedienen, was wir im Fahrzeug haben. Das heißt, diese Zahl, die da angegeben wird, ist, wird sehr oft schön gerechnet, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt, mit den Fahrzeugen auch sagen, ist nie erreicht worden. Das ist praktisch nur unter festgesetzten Bedingungen, wo man sagt, man macht es so, man macht es so, man macht es so, betätigt das nicht. Aber das hat ja nichts mit der Praxis zu tun. Ich kenne keinen Autofahrer, der jetzt sagen würde, okay, im Winter stelle ich die Heizung nicht an, damit ich 50 Kilometer weiterkomme. Wisst ihr? Und die begrenzte Reichweite ist natürlich auch abhängig von den Außentemperaturen. Ich meine, wer hätte es gedacht, dürfte auch nichts Neues sein. Und es betrifft sowohl kältere als auch heißere Klimate. Ich müsste jetzt gar nicht so weit denken, dass ich sage, wenn wir jetzt bei der Fahrzeugerprobung gehen, was machen wir in Lappland im Winter mit dem Elektrofahrzeug? Ja, wo wir jetzt sagen, wir kommen normalerweise, was weiß denn ich, 380 Kilometer weit und dann, dann geht es ja schon los. Starten wir bei minus 20 Grad das Fahrzeug, beziehungsweise setzen wir den Motor in Betrieb. Was meint er, was da für eine Kapazität der Akku noch hat? Und dann kommt noch hinzu, wie kurz das Ding denn praktisch nur noch fährt. Ja, bleiben dann aus den 380 Kilometern, zweimal startet, ist die Kapazität schon um runtergefahren und dann ja, bleibt es ja weiterhin kalt draußen. Und nachher, was haben wir? Ich will keine Zahlen nennen, ich habe es gesagt, aber das ist ein Witz. Ja, damit würdet ihr zum Einkaufen fahren, hin und zurück und dann ist das Ding leer.
krasse Sache. Ja. Jetzt können wir natürlich darauf hoffen, dass laut Klimawandel alles schön wärmer wird und wir diese tiefen Temperaturen nie wieder haben. Dann wären wir praktisch fein raus. Ja. Denn man könnte jetzt sagen, das Ganze betrifft ja eigentlich nur Europa, mehr oder weniger. Ja. Also zumindest was den EU-Beschluss angeht, blenden wir einfach mal Lappland, das heißt Nordskandinavien, irgendwie ein bisschen aus. Könnte uns ja jetzt praktisch egal sein, weil der Rest von Europa ist ja größer. Herzlichen Glückwunsch, haben also eine Minderheit schon mal ausgeklammert. Die brauchen praktisch kein Auto, so nach dem Motto. Ja. Dann könnte man jetzt allerdings noch ein bisschen globaler denken. Es gibt ja auch noch andere Regionen auf der Erde mit nördlichen Klimazonen. Ja. Das könnte man jetzt, wie man das nimmt, haben wir dann aber auch noch die Hitze. Auch da ist es. Jeder Akku hat eine, ich rede hier nicht von dem Elektromotor an sich, sondern in dem Fall geht es halt praktisch um die Batterie, hat einen gewissen Betriebsbereich, eine gewisse Betriebsbedingung. Ja. Während wir natürlich einen fossilen, ohne den loben zu wollen, nicht, dass der falsche Eindruck einsteht. Ja. Ich bin kein Anhänger von fossilen Brennstoffen, wie gesagt, kommen wir aus dem grünen Bereich. Aber man muss es ja in dem Fall vergleichen, weil wir ja den Wechsel haben, wie gesagt. Ne. Ist welcher Kraftstoff immer? Otto, Diesel, und möglicherweise auch noch einige Biokraftstoffe, Alkohole, Ethanol und so weiter, nicht dermaßen temperaturabhängig, wie das praktisch eine Batteriezelle ist. Ja. Also das ist grundsätzlich zum Betrieb, sollte man in jedem Fall darauf achten, ja, dass der Betrieb, die Leistung und die Reichweite eines Elektroautomobils deutlich temperaturabhängiger ist als das eines Verbrennungsmotors. Und ich bin ja zumindest der Meinung, dass wir, was unser Klima angeht, nicht gerade in einem relativ sicheren Bereich leben, sondern dass wir immer mehr geprägt sind durch Extreme. Und da sehe ich jetzt eine stärkere Abhängigkeit von diesen Extremen eigentlich eher für kontraproduktiv, was die Nutzung eines Automobils angeht. Dann haben wir hier natürlich weiterhin zum Betrieb die fehlende Ladeinfrastruktur. Das dürfte auch nichts Neues sein. Die Zapfsäulen, ja? Wo sind sie hin sozusagen, die Strommänner? Ja? Und das übrigens nicht nur in einer etwas strukturschwacheren Region. Ja? Hier mal so als kleines Beispiel. Ich wohne ja mitten draußen im Wald. Ja? Wir haben nicht mal eine Telefonleitung. Wir haben nicht mal einen Anschluss, eine öffentliche Abwasserleitung. Wir haben nicht mal eine asphaltierte Straße. Wir liegen inmitten von Deutschland. Das mag für viele Leute in einem großen Ballungszentrum oder in einer Region, die deutlich etwas wohlhabender ist, um es vorsichtig auszudrücken, relativ weit hergeholt sein, ist für mich aber alltäglich. So, bloß weil, sagen wir mal, jetzt in der großen Stadt X jetzt 50 Ladesäulen hingestellt werden, da frage ich mich natürlich, in meiner Region, ja, würde ich jetzt hier, würden die Leute hier jetzt solche Elektroautomobile fahren, was hätten die da hinten von? Wisst ihr? Es ist doch stark zu bezweifeln, dass grundsätzlich A, diese Masse an Elektroladesäulen flächendeckend aufgebaut wird, sodass keiner benachteiligt wird. Das stelle ich stark in Frage. Und das auch noch inklusive der Bereiche, die praktisch der Politik und Wirtschaft vorher schon die letzten Jahrzehnte völlig egal waren. Ja, die gibt es nämlich keine Einnahmen groß. Warum sollte da einer für mehrere 10.000 Euro so ein Kabel verlegen und so ein Ding hängen, wenn da bloß 5 Leute dran laden? Da seht ihr schon. Ja? Also diese Ladeinfrastruktur hat es deutlich in sich. Und das betrifft jetzt hier nicht nur, weil am Autobahnplatz irgendwo 25 Schnellladesäulen in so einem gewissen Elektropark installiert werden. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und auch hier wieder das Klassische, ich hatte es erwähnt, mit Skandinavien oder Norwegen, können wir uns überhaupt nicht vergleichen. Denn die haben genau das. Der Staat macht nicht mit dem Rotstift überall XXX, ja, und spart daran raus. Denn jeder, der regelmäßig in Schweden und Norwegen unterwegs ist, der weiß, es gibt für alles irgendwo einen entsprechenden Etat und man geht da zumindest zum Wohle der Bevölkerung, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf, ein wenig humaner um. Ja? Da sagt man sich denn wirklich, also ich könnte mir vorstellen, dass eher in Lappland oben, wo nur 3 Leute pro Quadratkilometer wohnen, eher mehr deutlich Stromsäulen stehen, als dass es in der Mitte von Deutschland ist, wo vielleicht, was weiß denn ich, 100 Leute pro Quadratkilometer haben. Das ist eine Prognose von mir, aber man kann ja sehen, was sich daraus ergibt. Ne? Dann haben wir hier natürlich die Ladedauer. Und auch die Maximalladegeschwindigkeit ist abhängig von mehreren Faktoren.
Ist es nicht mal der super Idealzustand, wo man sagt, man lädt jetzt, wie auf dem Papier steht, in einer gewissen Zahl Zeit X? Denn wenn gewisse Faktoren nicht passen, wenn im Steuergericht irgendeine gewisse Variable nicht zusteht, ja, ist es völlig egal, welches es sagt es, nein, das können wir so nicht machen, es dauert länger. So, und das muss man einfach sagen, ist nun mal so. Zu Hause mag es vielleicht nicht unbedingt einen riesengroßen Unterschied machen, aber bin ich irgendwo unterwegs und möchte, es ist nicht wie in einer Tankstelle, dass du ranfährst, Zapfsäule rein, 3 Minuten voll, an eine Kasse gehen, reinbezahlen, da stehst du ein bisschen länger. Und da muss ich sagen, finde ich es schon deutlich interessant, wir leben in einer extrem schnelllebigen Gesellschaft. Die Leute beschweren sich, ganz, ganz wenige, glücklicherweise nur, deine Videos sind viel zu lange. Ja? Sie nehmen sich keine Zeit, sich den Kram anzugucken, den ich hier verbreite. Und dann stelle ich mir natürlich in Frage, wie viel Zeit nehmen Sie sich denn später, wenn Sie sich an die, was weiß denn ich, irgendwo in der freien Landschaft stellen, mit Händen in der Tasche, Sonne auf der Mütze und dann irgendwie hier so, wie jetzt, wie heute bei 33 Grad Celsius, dem Stecker zugucken, wie da die Amperestunden fließen. Dann, ich hatte es eingangs erwähnt, bezüglich der Kontroverse mit dem Atomstrom. Man weiß heute tatsächlich, ich rede hier nicht glauben, sondern ich betone hier ganz explizit das Wort wissen. Man weiß noch nicht, wie man den notwendigen Strombedarf bis dahin, bis sozusagen diese Quote erfüllt sein soll, überhaupt nachhaltig decken kann. Dafür gibt es schlichtweg keine Konzepte, die funktionieren. Das ist einfach so. Wa? Kann man sich jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht gibt es noch Konzepte. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich dann sagt, naja, dann machen wir doch eher wieder den fossilen Strom. Man weiß das nicht. Das ist der Punkt daran. Glauben kann man eine ganze Menge, aber wie gesagt, ich bleibe hier bei den Fakten und das ist zumindest der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass man es nicht weiß. Und dann ein letzter Punkt zu dem Unterfeld Betrieb/Nutzen, der wahrscheinlich gar nicht so bedacht wird, beziehungsweise den ich auch noch nirgendwo gehört oder gelesen hätte, ja, ist, dass wir natürlich eine Abhängigkeit vom Stromnetz haben. Ja. Was aber mitunter fatale Konsequenzen haben kann, wenn wir zum Beispiel an den Ausfall eines Stromnetzes denken, wie zum Beispiel in einem Krisen- oder Kriegszustand. Oder was auch immer für Szenarien man da zusammenspinnen mag. Ich bin der Meinung, wir leben heutzutage nicht unbedingt in einer sichereren Welt als vor was weiß ich wie vielen Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden. Ja? Es gibt immer Variablen, die nicht berechenbar sind. So, und je mehr wir uns praktisch abhängig von irgendetwas machen, desto größere Auswirkungen hat diese Abhängigkeit natürlich, wirft auf uns praktisch auch zurück. Wir sehen ein klassisches Beispiel Globalisierung. Ja? Weil wir meinen, wir können jetzt irgendwas günstiger produzieren, ja? Machen wir dadurch hier einen Gewinn. Und wenn dann hier aber im günstig Produktionsland ein Sack Reis umfällt, dann war es das plötzlich, dann haben wir gar nichts mehr. Das sind ja die Fakten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal an ein Kriegs- oder Krisenszenario denke, was meint er denn, welche Fahrzeuge, wenn irgendwo ein System zusammengebrochen ist, überhaupt noch fahren? Ich glaube nicht, dass es die mit der Steckdose sein werden. Ja? Da wird man dann die letzten Verbrenner irgendwo aus der Versenkung wieder rausholen. Sehr wahrscheinlich. Ne? Und gerade in diesem Atemzug stelle ich übrigens auch mal in Frage, denn wir reden ja hier von PKWs und leichten Nutzfahrzeugen. Mir ist bis dato noch keine Ausnahme für Sondereinsatzkräfte, Spezialeinheiten und Behörden bekannt. Daher würde ich noch mal ganz stark in die Frage in den Raum stellen, was ist denn beispielsweise genau mit Polizei, Militär, Sicherheitsorganen und so weiter? Wie sollen denn die in einem Kriegs- und Krisenland, ja, in Europa wohlgemerkt, ich rede jetzt hier noch nicht mal von Afrika oder so weit, wollen wir gar nicht gehen, ja, denn wir bleiben hier bei Europa, betrifft ja die Regelung. Ja. Mit welchen Fahrzeugen, wenn denn nicht Verbrennungsmotor, sollen denn die da fahren? Ich rede jetzt hier nicht von schweren Nutzfahrzeugen, weil die sind ja ausgenommen, hatten wir festgestellt, sondern wie gesagt, PKW bis leichte Nutzfahrzeuge. Und das Militär verfügt über solche Nutzfahrzeuge, die in der EU produziert werden, die in der EU angemeldet werden. Ist nur mal eine Frage von mir. Ich weiß es nicht, wie die plötzlich. Ne? Denn ich hatte das schon mal in einem anderen Video bei mir auf der Abenteuerreportage erwähnt, wo ich praktisch das Aus der Geländefahrzeuge auch stark in Frage gestellt habe, beziehungsweise am Verstand der Entscheidenden ist es diese Entscheidung bei den Elektrofahrzeugen praktisch nichts anderes wie auch bei den Geländefahrzeugen. Auch wenn es jetzt hier nicht direkt zum Thema gehört, kurzer Exkurs, ja, man assoziierte bei den Geländewagen in jedem Fall
das Böse, 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 ja, müssen wir grundsätzlich verbieten, hat aber gar nicht daran gedacht, welchen tatsächlichen Nutzwert die haben. Nämlich für die ganzen ich rede jetzt nicht nur von den militärischen Zwecken, keine Frage, ja. Denn kommen die ganzen Hilfsorganisationen, solche Sachen wie Untertage, spezielle Bereiche und so weiter, ja. Da fahren auch heute noch diese Fahrzeuge rum. Die werden immer älter, werden immer ausgemustert, immer maroder. Ja? Die werden aus Asien importiert. mit fragwürdigen, was weiß ich, wie man es denn noch zulassen kann in der EU oder wahrscheinlich gar nicht zulassen, weil Betriebsgelände braucht ja keine Kennzeichen, so nach dem Motto. Und der Staat grundsätzlich kriegt ja auch für alles irgendwo der eigene, natürlich auch irgendwo eine Sondererlaubnis. Der kann dann natürlich wieder was zulassen, was eigentlich verboten wäre. Damit wollte ich nur sagen, wo dieses Verbot der Geländewagen praktisch rauskam, wer dazu mehr wissen möchte, empfehle ich ein entsprechendes Video. Bei mir auf der Playlist habe ich nachts live in Lappland was drüber erzählt. Ja. Da sehe ich eine gewisse Parallelität zu dem Thema mit dem Verbot der Verbrenner. Man sagt wieder böse, 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 bedenkt aber gar nicht die andere, den kompletten Sichtwinkel. Dann habe ich hier den dritten Punkt unter den Nachteilen. Das sind die Gefahren, die sich durch ein Elektroautomobil ergeben. Da haben wir einmal eine erhöhte Unfallgefahr. Das ist tatsächlich so. Steht natürlich auch ein bisschen kontrovers zu den mehrheitlich vorhandenen Fahrerassistenzsystemen, aber da machen wir uns nichts vor. Ein Fahrzeug, was super leise ist, fast schon lautlos unterwegs ist, wo ich maximal noch das Abrollgeräusch der Reifen habe. Ich weiß nicht, ob ihr solche Momente schon hattet, aber ich hatte sie und das nicht nur einmal und nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen und auch tatsächlich im öffentlichen Alltag, wo man dann plötzlich, ach du großer Gott, einen halben Meter an dem Fahrzeug vorbei, weil man es gar nicht gehört hat. Weil in dem Fall, das ist ja der Klassiker, es gehören zu einem Unfall, zu einer Körperverletzung zum Beispiel, wenn man mal dabei bleibt, hier immer zwei Parteien dazu. Der unaufmerksame Fußgänger, ja, der nicht irgendwo einen 360-Grad-Blick hatte, und natürlich der unaufmerksame Autofahrer, der genau das Gleiche nicht hatte. Und da machen wir uns nichts vor, wir sind alle nur Menschen. Jeder macht mal irgendwann Fehler und deswegen gibt es Unfälle. Das ist ganz normal. Wenn ich jetzt aber eine Komponente habe, dass zu dieser Unaufmerksamkeit die ganze jetzt eine, die Störgröße des Lärms ist natürlich eine schädliche Emission, da machen wir uns nichts vor. So die ganze Zeit ein dackelnder Motor, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein Super V8 ist, den ich irgendwie mal für 30 Sekunden im Tunnel laufen lassen will, machen wir uns ja mal nichts vor, wo man sagt, naja, könnte gut klingen. Ist Ansichtssache, ja. Aber ansonsten muss ich auch einen Motor nicht die ganze Zeit hören. Also auch wenn ich jetzt, wie gesagt, auf Verbrennern groß geworden, muss ich nicht hören. Ich halte es aber für extrem fragwürdig bzw. gefährlich, dass wir da praktisch nur noch maximal ein Soundmodul haben, ja, was ja irgendwo eine Pflicht ist, was aber, und da machen wir nichts vor, alles geändert werden kann. Ich kann das alles umprogrammieren und ich kann es sogar ausschalten. Ja. Und nach wie vor ist ein Soundmodul auch nicht das gleiche wie ein Fahrzeug, wie ein Verbrennermotor. Denn keine Frage, betätige ich den Fahrpedalsensor nicht, das heißt, gebe ich kein Gas, kommt da praktisch auch nichts raus. Das heißt, ein rollendes Elektrofahrzeug ist leise wie ein Lüftchen. Während der Verbrenner mal als Vergleich die ganze Zeit datteln würde. Ja. Das ist in jedem Fall eine Gefahr bezüglich der Lautstärke und da bzw. des leisen Betriebes. So schön der für die Umwelt ist, ist er dennoch für uns als Bevölkerung nicht ganz ohne. Ja, da muss man aufpassen. Dann haben wir hier natürlich die gefährlichen Fahrzeugbrände. Fahrzeuge haben schon immer gebrannt. Das war von der Erfindung des Automobils an, gab es auch verschiedene Gründe, warum Fahrzeuge gebrannt haben. Mitunter ist es denn der Kraftstoff natürlich gewesen. In der Regel resultieren Brände allerdings meistens durch eine Überhitzung irgendeines Bauteils. Und beim Verbrennermotor hatten wir dann natürlich auch noch die zusätzliche Kombination mit dem Kraftstoff auf erhitztes Bauteil. Und schon haben wir den flammenden Motorraum als Klassiker. So. Also nichts ungewöhnlich, bis dahin will ich das Elektrofahrzeug nicht schlechter reden als den Verbrenner, bis zu diesem Punkt. Jetzt haben wir aber den Punkt, dass der Motor nicht weniger warm wird als ein, beziehungsweise kommen wir zu, genauso gekühlt werden müssen. Das heißt, auch ein Elektrofahrzeug kann zur Überhitzung neigen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, beziehungsweise wenn wir jetzt daran denken, dass ein Elektrobrand grundsätzlich schwerer zu löschen ist als beispielsweise der Brand eines Otto- oder Dieselkraftstoffes,
dann ist das in jedem Fall gefährlich. Und wir kennen das, beziehungsweise hat der eine oder andere schon mal gehört, du kannst eine Elektrozelle, die vermeintlich gelöscht ist, das Auto steht jetzt, ist, sagen wir mal, brandgelöscht, die kann sich nach mehreren Stunden von allein, wieder selbst entzünden und das Ganze flackert wieder hoch. Es gibt dann spezielle Vorrichtungen, wo man praktisch die Batterie in, so viele verschiedene Sachen, wo man das Ganze dann ausbauen muss. Man könnte sagen, jetzt im überspitzten Sinne, man nimmt das ganze Fahrzeug und lagert das in einen riesengroßen Wassercontainer ein. Es ist dann praktisch natürlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, keine Frage. Ja, aber man muss praktisch die Zelle permanent runterkühlen. Und zwar so lange, bis man auf 100% Nummer sicher gehen kann, dass da sich nicht nochmal was entzündet. Es sind schon Fahrzeuge, haben sich wieder neu entzündet, die man eigentlich für gelöscht gehalten hatte und dann auf irgendeinen Abschlepphof transportiert hat, auf einmal nachts hat es da gebrannt. Das sind solche Sachen. Also der Brand ist schwieriger zu löschen und es besteht zusätzlich die Gefahr, dass es sich, und das ist auch mit einer der Gründe, hat man vielleicht auch schon gehört, warum die ein oder anderen Tiefgaragenbesitzer, Parkhäuser keine Elektrofahrzeuge geduldet haben, weil ein Brand eines solchen, mit diesen Hintergründen, die wir jetzt haben, extrem gefährlich ist. Noch viel gefährlicher als der Brand eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotors. Ja? Also das ist also in jedem Fall eine Gefahr, das sollte man wissen. Und dann haben wir als dritte Gefahr, ich habe jetzt nur mal drei genannt, die mir so ad hoc eingefallen sind, natürlich das gefährliche Hochvoltsystem. Ja? Da liegen Spannungen an, die sind tödlich. Definitiv. Ja? Bei einem, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Zündanlage eines Ottomotors denken, also nicht des Dieselmotors, sondern gehen wir jetzt mal von einem Ottomotor aus, dann kann ich da durchaus irgendwo anfassen an die Zündspule und krieg schon mal, da kann man schon mal kurz zittern. Mir persönlich, auch aus meiner Praxis, und ich habe jetzt natürlich solche Sachen schon mal ausprobiert, unbewusst, ja, ist kein Fall bekannt, wo jemand dadurch einen ernstzunehmenden, bleibenden körperlichen Schaden erlitten hat, sprich auch gestorben ist. Möglicherweise, wenn man jetzt irgendwelche Herzschrittmacher in sich dreht, das mag wahrscheinlich eine Auswirkung, das kann ich nicht nachvollziehen, kenne ich keinen, habe ich nicht. Fakt ist allerdings, wenn ich an einer Hochvoltleitung, wenn ich da in Kontakt komme, berühre, da brauchen wir uns gar nicht weiter darüber unterhalten, was dann passiert. Das war's dann. Ja. Und deswegen gibt es natürlich geschultes Personal, was damit umzugehen hat, umzugehen darf, ja. Aber trotzdem besteht die Gefahr weiterhin. Ist ja völlig egal, was ich da für einen Bedarfsschein habe, die Gefahr ist ja vorhanden. Deswegen nenne ich sie ja als Gefahrenpunkt natürlich. Der vierte Punkt meiner Nachteile wäre Defekte. Wir haben natürlich, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, viele elektronische Bauteile, das heißt eine extrem starke Vernetzung im Fahrzeug. Ganz besonders nenne ich jetzt hier zum Beispiel mal die Antriebs- und Steuerelektronik des Ganzen. Und das habe ich auch schon erwähnt, solche Sachen wie mechanische Komponenten und sowas, das führte eher weniger zu starken Ausfällen oder Defekten an Fahrzeugen. Überwiegend in den letzten Jahren bis teilweise Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, sind die meisten Defekte nur eingetreten aufgrund elektronischer Komponenten. Das ist einfach so. Ich denke, das dürfte jeder Autofahrer mehr oder weniger auch, zumindest der Ahnung hat und der von seiner Werkstatt vielleicht sogar im glücklichen Fall hat bescheinigt bekommen, woran es denn tatsächlich lag. Ja? Also nicht irgendwie eine Pseudo-Erklärung, wo man sich aus der Garantie oder Kulanz rausschleichen konnte und man schiebt es auf was anderes, sondern wirklich fachlich fundiert nachgewiesen, es lag jetzt an der Lötverbindung zum Beispiel. Ja? Das hat also zugenommen, diese extrem starke elektronische Vernetzung, was zu mehr Ausfallen führt, und damit ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektrofahrzeug deutlich mehr ausfallen könnte als ein Verbrennerfall, durchaus gegeben. Hier kann man aber, und darauf weise ich der Fachlichkeit, der Korrektheit darauf hin, dass man es nicht verallgemeinern sollte. Denn ich hatte es erwähnt, ja, es kann das eine Fahrzeug 100.000 Kilometer fahren, ohne dass da was anderes und das angeht. Ja. Deswegen bitte nicht verpauschalisieren, diese Aussage. Aber es ist zumindest möglich, dass es so ist, wenn gewisse Faktoren zustande kommen. Ja. Man weiß ja nie, woher die Komponenten kommen alle. Der Hersteller kauft irgendwo günstig ein. Ja. Der Hersteller überlegt sich, das Ding darf nur 24 Monate halten, wegen der Garantie. Und dann, ne? Und je mehr davon drin ist, von solchen Dingen, es wird also nicht besser, was die Haltbarkeit bzw. die Störanfälligkeit angeht. Das möchte ich damit sagen. Auf keinen Fall. Dann haben wir natürlich, wenn es zu einem Defekt kommt,
der jetzt unterwegs aufgetreten ist bei einem Elektroautomobil, ist der kurzfristig praktisch überhaupt nicht reparabel. Wenn wir an solche Sachen denken wie einen Pannendienst, ja, hier, was weiß denn ich, der rosa Engel kommt da angeflogen, ja, und wie damals noch, ja, man kennt das vielleicht noch so vor 30 Jahren irgendwie, jetzt, ach, hier Lichtmaschine, da machen wir jetzt hier Kondensator, pass wieder, Kabel steckt, zack, zusammen, Spritfilter, fertig. Und das Ding läuft wieder. Ja. Von solchen Sachen dürfen wir uns ja sowieso schon verabschieden in der Vergangenheit. Das hat ja praktisch grundsätzlich richtig nachgelassen, dass man ein Auto unterwegs wieder fit bekommen kann. Und jetzt haben wir das Elektrofahrzeug, wo praktisch, ich sag's mal ganz überspitzt, eine Kapsel ist, wo von außen irgendwie keiner reinpacken kann, mit der Kompetenz, super viel Kenntnis, technisches Fachwissen und vor allen Dingen auch Bedarfsscheine und natürlich hier Garantie und Sicherheitsbestimmungen alles erfüllt sein müssen, vergesst es. Bleibt ihr mit dem Elektrofahrzeug liegen, ist das dann praktisch eine Garantie dafür, dass ihr irgendwohin abgeschleppt werden müsst. Und das kann auch nicht jede x-beliebige Werkstatt sein. Das ist ja auch das Ding hier mit freien Werkstätten. Ach, hier zum Notfall, zum nächsten Rumänen um die Ecke. Das könnt ihr auch vergessen. Das muss dann explizit in diese Vertragswerkstatt, die dann genau dafür auch die Freigabe erteilt, dass es diese Sachen, diese Hürden, dass man selbst etwas, ich rede ja noch nicht mal von dem Schrauber zu Hause, von der Vorstellung können wir uns sowieso völlig frei machen. Ja? Diese, ich nenne es mal Tuner-Szene und so weiter. Ja? Leute, die gern selbst an ihrem Auto irgendwo etwas, die können sich ein neues Hobby suchen, definitiv. Das hat ja in den letzten Jahren schon stark abgenommen und das wird mit dem Elektro, ist bei einem Elektroautomobil nahezu praktisch unmöglich. Ja, also da kann ich mich auf Design, auf Optikelemente maximal noch beschränken. Ja. Und dennoch eine etwas vielleicht altertümliche Variante, ich weiß es nicht, also ab und zu praktiziere ich das immer noch mal wieder, das Abschleppen von Fahrzeugen. Ja. Das könnt ihr bei einem Elektrofahrzeug mehr oder weniger vergessen. Ja. Also bei einem defekten Hochvoltsystem ist es praktisch unmöglich abzuschleppen, denn das führt in jedem Fall zu einem Defekt am Hochvoltsystem bzw. an der Elektrik des Fahrzeugs. So. Bei einem defekten Hochvoltsystem. Ist das Hochvoltsystem noch defekt, ist das noch in Gang und es sind nur andere Komponenten am Fahrzeug defekt? Das heißt, Abschleppen bei intaktem Hochvoltsystem, das ist auch nur bedingt möglich, hat so ein bisschen was gemeinsam mit Abschleppen eines Fahrzeugs mit Automatikgetriebe, wo man ja auch darauf achten muss, dass aufgrund der starren Verbindung, wir kennen das, sich mit drehenden, bewegenden Teilen, ja, die dann nicht gekühlt werden, wenn das Ding gezogen wird, besteht eine Überhitzungsgefahr, ja, und darf dann nur mit einer Maximalgeschwindigkeit, also man sagt immer so maximal 50 km/h, Pi mal Daumen, ja, und dann auch nur für einen bestimmten Bereich, das weiß ich, ich wollte keine Zahlen nennen, ja, aber ihr wisst jetzt, das ist nicht hier mit Abschlepp mit mehreren 100 Kilometern, das könnte jetzt bis zur nächsten möglichen Ortseingangsschild oder Werkstatt und dann sollte man das auch lassen, um keinen größeren Schaden zu verursachen. Also so viel zum Thema Defekte des Elektrofahrzeugs, mögliche Szenarien, die sich daraus ergeben. Und dann komme ich jetzt mal zu dem, ich glaube, es müsste jetzt der fünfte Punkt sein, die Technikecke, die wir da beleuchten werden, wo ich da den ein oder anderen Nachteil durchaus sehe. Einmal so das Wichtigste, glaube ich, ist, die Batterietechnologie ist praktisch noch gar nicht ausgereift. Das ist, denke ich, unstrittig. Es wird deswegen ja auch permanent nach neuen Methoden oder Alternativen gesucht, wie wir das Ganze verbessern können. Dann reden wir mal hier alleine von dem sogenannten Akku-Recycling. Ja? Denn sind diese bis dato, bis zum heutigen Standzeitpunkt bekannten Methoden praktisch völlig unpraktikabel. Ja? Praktisch unpraktikabel. Also es ist nicht umsetzbar in der Praxis. Es macht keinen Sinn. Sie sind grundsätzlich umweltschädlich und das Recycling ist auch noch teurer als eine Neuproduktion des Akkus. Zum heutigen Stand zumindest. Und da ist natürlich die Frage, wir kennen das ja vorher schon, ja, bezüglich Wegwerfgesellschaft. Ja. Warum sollte denn in solch einer Wegwerfgesellschaft sich noch jemand Mühe machen, etwas zu recyceln, wenn die Neuproduktion viel billiger ist? Ja, das. Also von daher, das ist ein Riesenproblem, für das es, wo ich damals angefangen habe bei mir im Konzern bezüglich dieser Elektromobilität, da gab es noch keine Ideen, da hat man, machen wir erstmal und dann gucken wir mal. So, ne? Und jetzt kommt der Witz daran, es ist immer noch so. Gucken wir mal, wird es schon geben? Naja, sicher, klar. Es ist bloß die Frage, wie viele Jahre wir das Spielchen noch treiben wollen mit, wird sich schon noch was ergeben?
Na? Dann haben wir natürlich bei den technischen Komponenten jetzt bleiben. Ein Elektrofahrzeug hat grundsätzlich eine geringere Anhängelast als zum Beispiel Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. Ist vielen Komponenten geschuldet. Einmal Punkt Nummer 1, dieses Akkupack wiegt natürlich ein riesengroßes Ding irgendwo. Ja, das heißt, das Gesamtgewicht des Fahrzeugs ist sowieso schon sehr hoch, womit dann praktisch das zulässige Gesamtgewicht innerhalb inklusive der Anhängelast natürlich auch noch begrenzt wird. Denn aber den Punkt, es muss irgendwo die Anhängerkupplung angeschraubt werden. Das ist ein riesen, angeschraubt sage ich jetzt mal, ja. Das ist natürlich ein riesen Punkt bezüglich der Unfallgefahr. Denn, muss man jetzt vielleicht ein bisschen fachliches Verständnis für haben, eine Anhängerkupplung ist auch irgendwo ein Unfallschwerpunkt. Erstmal klingt es gut für denjenigen, der eigentlich im Fahrzeug drin sitzt, weil man sich ja eigentlich damals zumindest, das konnte man immer davon ausgehen, haben sich ja doch der eine oder andere, auch ich, habe mir Anhängerkupplungen an ältere Fahrzeuge gebaut, weil natürlich, wenn mir hinten einer ans Heck reinrauscht, das Heck ist ja vom Fahrzeug die größte Schwachstelle, was man jetzt an die Karosserie, die Verformung der Nieder-, Höher- und höchstfesten Stähle angeht, na, ist das Heck mit der neuralgischste Punkt bei einem Fahrzeug mit. Und deswegen hat man damals immer zum Schutz die Anhängerkupplung angebaut. Das heißt, damit der Schaden im eigenen Fahrzeug nicht so groß gewesen ist und das sozusagen in den Auffahrenden abpuffert. Ja, der hat dann den größeren Schaden, er hat dann sozusagen die Kupplung vorne im Kühler drin zu stecken. So, übertrieben gesagt jetzt. Ja, und die Nummer funktioniert aber bei einem so, wie man sie denkt, bei dem Elektrofahrzeug gar nicht. Denn die Anhängerkupplung kann auch für das Elektrofahrzeug wieder, für den Akkubereich auch wieder einmal für den schädlich sein. Dann kommen wir noch hinzu, dass ich hatte es gesagt, Betriebsbedingung, temperaturabhängig. Natürlich, wenn ich ein Fahrzeug ziehe, habe ich mehr Last, neigt denn auch mehr zu Überhitzung. Ja? Und da haben wir das Punkt Kühlung. Kommen wir gleich zu im Elektrofahrzeug. Das heißt also, das ganze Ding kann enorm heiß werden, überhitzen. Es gibt also diverse Gründe, die aus technischer Sicht eine höhere Anhängelast in einem Elektrofahrzeug ausschließen. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr, sehr wenige Modelle, die tatsächlich über eine entsprechende, halbwegs vergleichbare zumindest Anhängelast zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor verfügen. Das sind aber nur auserwählte, ganz wenige Modelle und das kostet den Hersteller auch eine ganze Menge Aufwand. Und ich weiß zumindest bei dem Hersteller, wo ich tätig gewesen bin, da hat man sich den Aufwand nicht gemacht. Denn da sagt man einfach, wir streichen die Anhängerkupplung. Das ist mir doch scheißegal, ob der Kunde die will oder nicht, die gibt es einfach nicht mehr. Punkt. Ja? Das ist Philosophie gewesen, ja? Mitunter. Man weiß nicht, wie sich das noch entwickelt, aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt und grundsätzlich sollte man wissen, dass Ziehen mit einem Elektrofahrzeug, also eine erhöhte Last, die man da hinten dran hat, grundsätzlich im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor thermodynamisch nicht so effektiv ist. Mit dem Punkt, dem immer ganz gern geworben wird, diesem superbrachialen Anfahrdrehmoment. Kennen wir alle irgendwo, ne? Vom Elektromotor. Das ist ja das, was sozusagen das Grinsen auf Gesicht zaubert, ja? Wozu man praktisch vorher beim Verbrenner noch den dicken, fetten V8 beziehungsweise wer weiß, wie viele Kompressoren und Diesel und Drehmomente man benötigt hat, damit man sozusagen auch bei der Ampel ordentlich in den Sitz gedrückt wird, ist beim Elektromotor fast schon Standard, könnte man meinen. Na, zumindest bis zu einem gewissen Bereich, ja? Und natürlich modellabhängig. Hier muss man allerdings wissen, dass das nur im Normalbetrieb, das heißt mit einem erhöhten Stromverbrauch gegeben ist, logischerweise, denn Energie kommt ja irgendwo her. Ja. Möchte man Energie sparen unterwegs sein und möchte man zumindest ansatzweise die Reichweite haben, die der Hersteller vielleicht verspricht, dann sollte man sich freimachen von diesem Ding. Ich stiefle überall drauf und es drückt jedes Mal. Ja. Das ist genau das gleiche wie beim Verbrennermotor. Das macht mal Spaß, macht aber genauso gut den Tank leer. In dem Fall ist es aber kein fossiler Kraftstoff, sondern es ist die Akkuladeleistung, Kapazität. Ja. Denn ich hatte es jetzt ja schon wegen der Temperaturabhängigkeit mal erwähnt, ja, auch bei der Anhängerkupplung kommen wir wieder, natürlich das Kühlsystem. Ja. Auch hier gab es ja anfangs, oder gibt es immer mal wieder Aussagen, wo man sagt, ja, wir können uns die und die Bereiche sparen, wie beispielsweise Motoröl und so weiter, was ja irgendwo Schmierung und Kühlung dient und so weiter. Nun, und ich habe tatsächlich auch Bericht gefunden, wo man gesagt hat, es ist praktisch die ganzen Leitungen, was Kühlwasser und Öl, und da hat man pauschalisiert. Einfach mal gesagt, gibt's nie. Ne? Das ist natürlich Nonsens. Auch ein Elektrofahrzeug bedarf einer Kühlung, und zwar
teilweise noch einer sehr intensiveren Kühlung als bei einem Verbrennungsfahrzeug. Denn natürlich, wir haben deutlich mehr Komponenten, die gekühlt werden müssen und die mitunter auch noch viel höhere Temperaturen erzeugen können. Ja, da denken wir einmal an den Antrieb selbst, an das Ladegerät und an die Leistungselektronik. Ja, das muss alles permanent irgendwo in diesen Bedingungen gekühlt werden. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, Kühlsystem bedarf natürlich auch immer eines Kühlerfrostschutzes. Das heißt, es wird ja nicht mit Wasser gekühlt, sondern natürlich da mit den entsprechenden Frostschutzmitteln. Und die sind, na, wer hätte es gedacht, hochgiftig. Ja. Also was so giftige Flüssigkeiten in Fahrzeugen angeht, wo man sagt, beim Elektro wäre viel sauberer. Da können wir jetzt mal ausliedern, welches Fahrzeug wie viel eventuell mehr verbraucht und ob jetzt, sagen wir mal, die 5 Liter Öl, die da irgendwo eingespürt werden, jetzt vielleicht besser ist als die 15 Liter Kühlmittel. Und auch wieder solche Milchmädchenrechnungen, auf die ich hier nicht eingehen werde, weil es geht hier um Zahlen. Nichtsdestotrotz, wir haben diese Komponente, die ist nach wie vor vorhanden, das Kühlsystem. Ja? Und das sollte, genauso wie auch beim Verbrennermotor, in jedem Fall immer funktionieren. Ganz wichtig. Ja. Dann bezüglich des Getriebes. Hier gibt es natürlich zu Recht immer die Aussage, Elektrofahrzeug hat ja praktisch kein Schaltgetriebe mehr, sondern es ist ja praktisch nur ein Eingang-Automatikgetriebe, wenn man das so nennen mag. Ja. Und ein Schaltgetriebe, das ist richtig, beziehungsweise grundsätzlich ein Mehrstufen-Automatikgetriebe hat natürlich ganz viele Komponenten, Bauteile und so weiter. Das heißt, ein erhöhter Produktionsaufwand, den man da hat, das kostet den Hersteller mehr Geld. Ja. Das wäre etwas geraffter beim Eingang-Automatikgetriebe. Dafür allerdings muss dieses eine Ding der Kraftübertragung dementsprechend viel höhere Drehmomente aushalten als, ne? Das ist auch wieder so eine Milchmädchenrechnung, ja? Und übrigens auch dieses Getriebe wird natürlich Öl geschmiert. Also, was ich damit nur sagen will, wollte mit dem Vorurteil aufräumen, dass es angeblich da keine Getriebe gebe, dass es angeblich kein Getriebeöl mehr an schädlichen Flüssigkeiten gebe und dass das alles viel einfacher wäre. Dass es nicht so einfach ist, das kann ich euch, wie gesagt, aus der Entwicklung der verschiedenen Getriebearten sagen, wo man mehr oder weniger einen Haufen Nachteile gefunden hat, ja, und die dem Automobilhersteller teilweise Kopfzerbrechen bereiten. Ja. Denn jeder, der damals so ein bisschen schon in der Tuning-Szene unterwegs gewesen ist, bei Verbrennungsmotoren, also bei hochgezüchteten und schönen Drehmoment, das, was ich erwähnt hatte, ja, die schwarzen Reifen auf dem Asphalt, der weiß, wie fragil die Komponente Getriebe ist und was man dafür Anstrengungen unternehmen muss, um das Ding Drehmoment festzumachen. Ja. Und jetzt reden wir hier von einem Elektromotor, der richtig viel Drehmoment hat und das über den gesamten Drehzahlbereich. Also nicht erst bei einer gewissen nur Drehzahl, wo man sagt, das Getriebe ist jetzt nur zu 25% belastet, sondern das Getriebe wird bam, vom ersten Moment volle Banane belastet. Ja. Das ist also in dem Fall kein direkter Nachteil, aber also man kann sagen, es ist teilweise für den Hersteller schon ein Nachteil, weil er da entsprechend konstruieren muss. Ja. Es ist in jedem Fall eine technische Komponente, die man hier bedenken sollte, ja, dazu. Dann auch noch bezüglich der Technik. Aufgrund der notwendigen Crash-Sicherheit und auch der höheren Traglast der Batterie, denn ich hatte es ja erwähnt, das Ding, das wiegt mehrere hundert Kilo unter Umständen, je nach Fahrzeug, je nach Bauart und so weiter, ja, dieses ganze Modul, müssen natürlich auch deutlich mehr höchstfeste Stähle verwendet werden. Also eine Karosserie ist ja unterteilt, Karosseriebauer weiß, in verschiedenen Festigkeiten der Stähle. Ja, ob ich jetzt den Schweller nehme, die A, B, C-Säule, die Dachholme und so weiter. Und der Bereich, wo natürlich die Batterie ist, was natürlich den größten Teil mit der Karosserie in diesem Bodenbereich angeht, also alles, was das Bodenblech angeht, die Schweller in jedem Fall, und dann geht es dann noch mit hoch in die Säulen, das ist jetzt bauartabhängig, bedarf natürlich dieser höchstfesten Stähle. Das heißt, hier ist ein enorm hoher Produktionsaufwand, was die Karosserie angeht. Ist also nicht einfach so, wie man denkt, ich nehme jetzt Fahrzeug Y vor Verbrennermotor und schmeiße da eine Batterie rein. Das kann davon, so läuft es nicht. Das Fahrzeug muss praktisch mehr oder weniger neu konstruiert werden von Grund auf der Karosse. Und das ist natürlich A, mit Kosten verbunden und mit einem erhöhten Materialeinsatz der Metallkomponente. Wer hätte es gedacht? Auch dafür gehen Rohstoffe drauf.
Auch hier könnte man jetzt wieder messen, vergleichen, auswiegen und so weiter, ja, um dann zu gucken, wie viel Kilo ist das eine schwerer. Fakt ist eins, das Elektrofahrzeug ist nicht nur schwerer aufgrund seines Akkus und seiner beziehungsweise der großen Batteriezelle und aufgrund der ganzen Kabelkomponenten, ja, wo man jetzt sagen könnte, okay, der Motor ist möglicherweise leichter im Gegensatz zu einem Verbrennermotor, aber hinzu kommt natürlich die Karosse selbst, ja. Ist auch nochmal so ein Ding, was das Gewicht nach oben treibt. Und damit würde man jetzt natürlich sagen, oder kann man natürlich auch sagen, dass der Verbrauch, ja, auch wenn es jetzt hier um Strom geht, aber alles, was Gewicht ist, alles, was wir mit uns rumschleppen, ja, das kostet uns natürlich den entsprechenden Kraftstoff. Egal, ob es jetzt ein Erdöl ist, was wir verbrennen, oder ob es ein Strom ist, den wir verbrennen, ja, der vielleicht auch noch aus dem Erdöl gewonnen wird, aus der Kohle. Ja. Wir verbrauchen das in jedem Fall. Je mehr Gewicht, desto mehr Verbrauch. Ja, wir werden am Ende des ganzen Videos nochmal zu dieser Komponente kommen. Das ist in jedem Fall das erhöhte Gesamtgewicht durch viele einzelne Komponenten beim Elektrofahrzeug mit einem Negativpunkt in jedem Fall, den ich hier in die Technikecke gesteckt habe. Ja. Und dann mein letzter Punkt aus der Technikecke wäre hier natürlich der erhöhte Reifenverschleiß bei einem Elektrofahrzeug. Wer hätte es gedacht natürlich, ja? Wenn ich ein höheres Drehmoment habe, und ein höheres Gewicht. Dürfte doch eigentlich logisch sein, natürlich, dass die Reifen mehr verschleißen. Ja? Mehr Abrieb es gibt, mehr Gummiabrieb. Zu was folgt das? Mehr Feinstaub, wir hatten's. Ja? Also, beziehungsweise wir kennen das. Ja? Das ist ja so eine Komponente, die man zumindest noch vor einigen Jahren, was ich noch gut im Sinn hatte, bei dieser ganzen Ozonalarmgeschichte, wo man aufgeschlüsselt hat, wo dann angeblich die einzelnen Belastungen in der Umwelt, in der Luft, Emissionen herkommen. Und beim Fahrzeug hat man da natürlich die Komponente Bremsabrieb und der größte Punkt war allerdings der Feinstaub durch den Reifen. Kann man jetzt natürlich drüber, ne, ob die Bremse jetzt mehr macht oder der Reifen, spielt ja keine Rolle. Fakt ist jedenfalls, der Reifenverschleiß eines Elektrofahrzeugs ist höher. Bei einem erhöhten Schlupf habe ich praktisch auch einen erhöhten Schleif an der Komponente Reifen. Das ist einfach so. Das lässt sich technisch auch nicht ändern. Selbst wie gesagt mit einem entsprechenden Anfahrassistenten, der das irgendwo vermindert, habe ich trotzdem, wir haben nie, es gibt keinen Nullschlupf. Das wissen wir aus der Fahrzeugtechnik, den gibt es immer und der ist natürlich umso höher bei einem erhöhten Drehmoment. Und hinzu kommt natürlich auch, wie gesagt, die Komponente des Gewichtes. Denn wenn ich mehr Gewicht mit mir rumfahre, bedeutet das natürlich auch wieder mehr Abrieb. Leichteres Fahrzeug, wissen wir alle, wer so ein Ding aus den 70er Jahren fährt mit 798 Kilogramm, der weiß, dass die Reifen haben da praktisch ewig gehalten. Und zwar die Reifen hier. Ja? Elektrofahrzeuge bedürfen ja mitunter solche Reifen, um die höhere Traglast überhaupt zu kompensieren. Das heißt, das Gesamtgewicht, was das hat. Ja? Komponente Reifen ist also ein Ding, was uns alle mehr kosten wird und was auch mehr Müll in der Umwelt produziert. Sowohl beim Fahren als auch natürlich dran denken bei der Produktion. Ja? Jetzt können wir zurückgehen ein bisschen die Komponente Kautschuk in den entsprechenden Anbauländern. Soweit wollen wir gar nicht gehen. Ja? Aber das ist so ein Punkt, der ganz gern mal vergessen wird bei den Themen. Und ich denke, das wird der ein oder andere denn feststellen, wenn er den Reifen wechseln muss, dass er plötzlich viel öfter zur Werkstatt fährt als noch vorher. Ja, und bevor ich jetzt zum größten oder zu dem Nachteil komme, wo vielleicht der eine oder andere, bis hier könnte man ja noch sagen, ich meine gut, das mit den Kosten war gar nicht so und der Nutzung und Betrieb, finde ich alles irgendwie wichtig, ja. Aber jetzt kommen wir gleich mal zu den Nachteilen, die ja eigentlich doch praktisch die Vorteile des Elektroautomobils sein sollen. Nämlich die Umweltbilanz. Angeblich belegen ja zahlreiche Studien, wir hatten es ja, oder ich habe es anfangs gesagt, warum ich sie extra nicht nenne, ja, eine deutlich bessere Umweltbilanz. Ja, angeblich. Und da gab es ja denn Studien, wo man sich dann plötzlich sagte, die dann riesen für Aufruhr gesorgt haben und dann, oh nein, Entschuldigung, ne, da nehmen wir mal zurück, da haben wir uns alle gehört, das ist falsch interpretiert worden, die Zahlen sind auch plötzlich ganz anders und naja, machen wir uns nichts vor. Es wurde alles schön gerechnet. Nicht nur wurden kritische Studien, das ist tatsächlich so, größtenteils unter den Tisch gekehrt und gar nicht erwähnt, die findet ihr so öffentlich gar nicht im Netz. Da muss man schon sehr investigativ suchen. In der Presse werden die definitiv nicht abgedruckt, ja, weil die Presse wird beherrscht von dem Lobbyismus. Ja. Und das ist der Punkt, warum ich, wie gesagt, auf Studien hier gar nicht eingehen werde. Ich sage mir erstmal, alle interessieren nicht, sondern wir schauen uns jetzt hier wieder grundsätzlich, wie in dem ganzen Essay hier, nur die Fakten an. Und da steht bezüglich der Umweltbilanz
Das größte Ding mit dem Raum überhaupt ist, dass für ein Elektroautomobil um ein Vielfaches seltene Rohstoffe benötigt werden wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, sowie auch um ein Vielfaches mehr Wasser benötigt wird. Sowohl bei dem Abbau der Rohstoffe als auch nachher bei der Akkuproduktion. Und das ist natürlich das, was die ganze Umweltbilanz eigentlich hier so richtig. Ja? Und jetzt kann man natürlich noch gucken, wie man das vielleicht doch wieder irgendwie schön rechnen kann. Ja? Durch welche Modellrechnung auch immer. Aber es ist ein Fakt. Das ist bis hier ein unstrittiger Fakt und das bitte ich zu bedenken, beziehungsweise das sollte man sich immer vor Augen halten, egal was jemand anders irgendwie schönredet, das ist ein Fakt, der ist nicht vom Tisch zu weisen. So. Und da möchte ich jetzt hier nur mal ganz kurz auf den Abbau drauf eingehen. Grundsätzlich kann man festhalten, ist er umweltschädlich. Nimmt sich praktisch nichts zu Erdöl. Da kann man jetzt drüber spekulieren, was jetzt schlimmer ist. Ja? Ob da jetzt einer eine Ölbohrung in dem Ding anstellt oder ob einer die Erde umgräbt. Das ist auch hier, das ist auch wieder so eine Milchmädchenrechnung. Ja? Es ist grundsätzlich der Abbau von Rohstoffen, egal ob der jetzt fossiler Natur ist, ob das jetzt irgendwelche seltenen Erden sind, Metalle, Erze, was auch immer. Es ist grundsätzlich umweltschädlich. Punkt. Ja? Und hinzu kommt, dass diese Rohstoffe ja nicht mehr werden. Ganz im Gegenteil. Man weiß jetzt schon, dass der Bedarf nur limitiert ist. Und da gibt es jetzt natürlich wieder Rechnungen. Ja? Leute, die das schön rechnen, die sagen, ah ja, da und da wurden jetzt so und so viele neue Tonnen irgendwo entdeckt und man spekuliert, dass hier noch auch was gibt und so weiter. Während andere Quellen, die ich gelesen habe, definitiv schon sagen, oh, nur noch so und so viele Jahre und dann gibt es von dem Rohstoff nichts mehr. Dann ist alles abgebaut. Dann müsste man gucken, wo man auf der Welt irgendwo noch etwas findet. Dann sind zumindest die erschlossenen Quellen alle Ebbe aus. Ja? Und dass da etwas dran sein könnte, kann man sich darin merken, wie sich mittlerweile um diese Rohstoffe bereits gestritten wird. Was die Industrieländer bzw. die Unternehmen auch für Verträge abschließen, wie es da teilweise auch zu Komplikationen während der Verträge, das heißt auch Vertragsbruch kommt, bzw. die Länder dann sagen, nee, machen wir nicht mehr und oh, da habe ich mich richtig mit beschäftigt, das will ich euch hier gar nicht an Hals. Kann sich jeder selber nach, nimmt da einfach die Rohstoffe, kann du das googeln hier abbauen und dann kannst du dir richtig reinlesen. Das ist schon verrückt, was man dazu findet. Ich gehe hier nur mal ganz grob so ein bisschen drauf ein. Ja, auf die klassischen oder die bekannten Rohstoffe, die für die Akkuproduktion eines Elektrofahrzeugs benötigt werden. Hinzu kommen natürlich auch alle anderen Rohstoffe, die sonst für ein Fahrzeug benötigt werden. Das dürfte klar sein. Aber beim Elektrofahrzeug sind es ja deutlich mehrere, hatte ich ja erwähnt. Ja, um eine Zahl x höher, mehr, Vielfaches an Rohstoffen. Ja. Bei den Rohstoffen denken wir natürlich zuerst an das Lithium in einem Lithium-Ionen-Akku. Und der Lithiumabbau ist in den meisten Ländern grundsätzlich grundwassergefährdend. Ja, das heißt, aufgrund der Arten, wie es dort abgebaut wird, das heißt über das Thema Verdunsten und Einbringen von Wasser und so weiter, das kann man sich nachlesen, wird in jedem Fall das Wasser, ich hatte es in meinem Wasservideo gesagt, ja, wir können praktisch irgendwo von Verschwendung nicht reden, weil es ja irgendwo im Kreislauf ist, kommt wieder, aber zumindest fehlt es dann an dieser Stelle. So. Und dazu hat zum Beispiel der Konzern, in dem ich tätig gewesen bin, einfach folgende Aussage getroffen. Ja, das kann man auch sogar auf dessen Webseite nachlesen. Steht genau so dort da, ja, dass man zum Beispiel in Australien von einem nachhaltigen Lithiumabbau redet. Völlig pervers, die Definition, das Wort Nachhaltigkeit bei einem Rohstoffraubbau zu verwenden. Das ist so völlig hier. Ne? Und natürlich auch noch, was man auch noch argumentiert, es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen den örtlichen Problemen bezüglich des Grundwassers und dem Abbau des Lithiums in beispielsweise Chile, Argentinien und Bolivien. Ja? So nach dem Motto, die Einheimischen, die da vor Ort jetzt an ihre Existenzgrenze dahin schmodern, die bilden sich das alles nur ein. Und das wird auch argumentiert, beziehungsweise so gibt auch der Hersteller das auf seiner Webseite wieder. Es ist ja möglich, dass es grundsätzlich am allgemeinen Klimawandel liegt und natürlich auch der Tourismus kann mitunter dafür schuld sein. So sieht's aus einfach. Ja? Das ist nichts anderes als ich erzähle nicht die Wahrheit. Punkt. Ja? So wird das Ganze schön geredet. Das ist jetzt hier ein Punkt beim Lithium. Gehen wir mal bei den anderen mal ein bisschen kürzer. Kobalt wäre ja so Punkt Nummer zwei, was so ein bisschen in der Kritik steht, aufgrund der unsozialen Arbeitsbedingungen im Kongo natürlich.
Kongo, größte Bereich ja, in Afrika, mit die bekanntesten Felder, das größte Aufkommen, was man da gefunden hat. Und der Abbau ist grundsätzlich gefährlich, ja, wenn man da in diese Gänge, die graben sich da, das ist ja, also wie wilde Ameisenhügel, gräbt sich da praktisch jeder irgendwo Löcher in die Erde und dann ist der ganze Kram natürlich auch noch hochgiftig. Ja. Und hier von den Anspruch zu haben, das Ganze würde irgendwann einen sozialkonformen Stand erreichen, ja, wo man natürlich wird sich die Regierung in afrikanischen Ländern ganz bestimmt um ihre Bevölkerung kümmern, die da irgendwo im Busch dahin vegetiert. Da hat auch kein Industrieland irgendeinen Einfluss drauf. Selbst wenn wir der Entwicklungshilfe hingeben würden, ja, was meint er, in welchem Brunnen die versiegen würde? Ja? In dem wahrscheinlich von dem korrupten Präsidenten, der sich damit seine Staatskassen wieder auffüllt, damit er praktisch sein Nachbarland wieder bekriegen kann. Ja? Aber diejenigen, die das abbauen, die sind praktisch für Generationen am Hintern. So wie es praktisch auch in Europa vor der industriellen Revolution gewesen ist. Also davon halte ich gar nichts, das schön zu reden, das ist eine Katastrophe und da wir jetzt das Lithium, das Kobalt nehmen, da können wir jetzt zum Beispiel auch das Graphit in China nehmen oder wir nehmen das Nickel in Indonesien, wir nehmen das Kupfer in Chile oder auch das Mangan, was neuerdings sogar in der Tiefsee ausgebuddelt wird, ja. Es ist, Rohstoffabbau ist immer eine Katastrophe, ja, für unseren Planeten, das darf man so sagen, egal welcher Rohstoff das ist, egal wie er gefördert wird und beim Elektrofahrzeug wird davon einfach noch mehr verbraucht. Das ist der Punkt. Dann kommt auch noch zum Punkt Umweltbilanz hinzu, dass wird teilweise in der einen oder anderen Studie mal so erwähnt, aber man sieht auch gleich wieder, dass es schön geredet wird. Ja, beziehungsweise in der Zukunft wird das alles besser werden, natürlich. Dass wir eine, da wo die Batterien aktuell, die Akkus produziert werden, nämlich in China, ja, dass die Batterieproduktion da extrem umweltschädlich verläuft, weil das Ganze nämlich der Strom für die Produktion aus der Kohle gewonnen wird. Gar kein Grund zum Lachen, ich weiß, ja, aber nichts von dieser schönen Vorstellung, wie, ich hatte es ja erwähnt, jedes Mal, wenn wir uns das hier in Europa schönreden, die ganze Sache uns sauber, weil, oh, es kommt hinten nichts mehr raus, weil es keinen Auspuff mehr gibt, ja, aber bis es soweit ist, haben wir praktisch schon den ganzen Planeten woanders vernichtet, ja, und da brauchen wir jetzt auch gar nicht wieder anfangen mit Sozialstandards, Umweltverschmutzung und so weiter, wer glaubt, dass China irgendwelche Regelungen machen könnte, über China könnte ich auch nochmal ein Video machen, separat, aber ich glaube, das wollen viele gar nicht hören. Ich habe ja auch mit Chinesen zusammengearbeitet. Ich möchte hier keine Vorurteile schüren oder so. Ne? Aber naja, es ist schon sehr speziell. Ne? Also wie gesagt, Produktion in jedem Fall der Batterie extrem umweltschädlich. Und da gibt es natürlich Anstrengungen zu sagen, ja, wir können die Batterie jetzt hier auch in Deutschland irgendwo produzieren, was man machen will. Ja, natürlich, mag sein. Aber eins kommt doch immer hinzu. Warum sollte ich denn hier eine teure Batterie produzieren, wenn sie da drüben viel billiger ist? Ne? Und vor allen Dingen, auch wenn einige Rohstoffe schon da drüben produziert werden. Man könnte ja immer so, also abgebaut werden, man könnte ja immer so kommen, dass man sagt, der Regionalität halber lassen wir die Produktion an dem Standort, wo praktisch auch denn, der Rohstoff schon herkommt. Da müssen wir das Ganze nicht um die Welt schiffern. So hat man die Sache dann wieder schön geredet, ja. Und genauso wie wir es bei der Produktion haben, ist es denn auch beim Verbrauch des Stromes während der Nutzung. Auch hier ist die Stromerzeugung nach wie vor teilweise umweltschädlich. Ich hatte es anfangs erwähnt, wir sind nicht Norwegen, die jetzt sagen können, hey, kommt alles aus dem fließenden Wasser raus. Nein, auch unser Strom, den wir hier in Deutschland tanken, ist nach wie vor nicht nachhaltig. Und ich hatte es erwähnt, wir wissen gar nicht, wie wir das überhaupt hinkriegen sollten, dass das eines Tages mal irgendwann so wäre. Ja. Punkt. Also, das ist das, wo schön gerechnet wird, wo man dann immer sagt, naja, wenn wir aber umso mehr nachhaltigen Strom nutzen, dann wird das immer grüner. Ja, wird es. Aber das Problem ist doch, dass wir das einfach nicht tun. Nicht können. So, Schönrederei. Und letzter Punkt zur Umweltbilanz, als ob es nicht schon genug wäre, natürlich die Aufbereitung. Ja, also ich meine jetzt nicht das Fahrzeug selbst, ja, da gibt es einige Komponenten, wo man auch noch drüber sagen könnte, ja, mit isolierten Metallen, die da immer mehr sind, auch nicht ganz einfach, aber ich rede hier alleine um die Akkuentsorgung, ja, beziehungsweise das Recycling. Hatte ich erwähnt beim Thema, muss man nicht nochmal, will ich hier nochmal kurz, weil zum Punkt umweltschädlich, Umweltbilanz mit dazugehört. Ja. Und der allerletzte Punkt zum Thema Nachteil Elektroautomobil. Ja, ihr merkt schon, der Passus ist jetzt riesengroß gewesen. Ja. Der allerletzte Punkt ist schlichtweg, es gibt keine Langzeiterfahrung. Peng! Und das ist das, was ich anfangs sagte.
Es ist praktisch alles irgendwie Glaskugel gucken. Grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, wenn es keine Langzeit. Das ist ganz normal. Das ist wie wenn ich jetzt ein Medikament auf den Markt bringe. Oder wie gesagt, jetzt auch damals hat man den Verbrennermotor erfunden und hatte auch keine Erfahrung. Ist ja nichts Schlimmes. Aber was man in diesem Zusammenhang noch nie gemacht hat, zumindest meines Wissens nach, dass man kategorisch praktisch alles andere verboten hat. Versteht ihr? Dass wir also wissen, okay, wir haben da noch keine Ahnung von, wir wissen nicht, wo das hingeht, aber alles andere ist erstmal so böse, dass wir es komplett verbieten. Das heißt also, wir müssen das jetzt, dürfte ja logisch sein, wir müssen das jetzt forcieren, komme was wolle. Und komme was wolle, selbst wenn wir erkennen, dass es schlecht ist, müssen wir trotzdem da weiterziehen. Oder was machen wir denn? Dann sagen wir, ach nee, war ein Fehler gewesen, wir buddeln die ganzen Verbrenner jetzt wieder aus und haben uns jetzt sozusagen in die Steinzeit zurückkatapultiert, weil wir ja x Jahrzehnte nicht weiter geforscht haben. Also ihr merkt das schon, ja? Ich habe grundsätzlich nichts für einen Verbrennermotor mehr über als für ein Elektrofahrzeug. Ja? Die sind beide für mich einfach nur Automobile, die irgendwo rumfahren. Aber ich versuche eine globale Lösung zu finden. Ja? Für vor allen Dingen nachhaltig und vor allen Dingen ganz wichtig, entsprechend vorausschauend gedacht. Nicht von 12 bis Mittag, nicht mit Scheuklappen und nicht von einer Legislaturperiode, von einem Koalitionsvertrag zum nächsten, sondern wirklich, wo man sagt, für die nächsten x 100 Jahre könnte das was werden. Das ist ja der Punkt. Und da habe ich den Eindruck, solche Entscheidungen sind nicht weiter gedacht als von 12 bis Mittag. Das ist leider so. Und wenn ich in meinen Reviews immer die in den Produktrezensionen natürlich immer die positiven Punkte nenne, dann die negativen Punkte nenne, dann kommt in der Folge natürlich ein entsprechendes Fazit raus, das heißt in eine Empfehlung. Und hier würde ich mal resultierend aus diesen jeweiligen Vor- und Nachteilen bezüglich des Elektroautomobils sagen, dass die Sinnhaftigkeit dieses Fahrzeuges oder dieser Fahrzeuge abhängig vom Wohnort und vom Nutzungsverhalten der Fahrer ist. Und demzufolge natürlich auch nicht für alle Autofahrer gegeben sein kann. Und, das ist der Punkt, was ich jetzt man wahrscheinlich auch noch daraus erkannt hat aus meinem ganzen Pamphlet, dass es keine nachhaltige Lösung für die Probleme unseres Planeten sein kann. Weil es halt jetzt ziemlich engstirnig gedacht ist. Tja, es ist jetzt irgendwie nicht so berauschend irgendwie die ganze Sache, ja. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ja, wenn wir jetzt auf den Anfang meines kleinen Berichtes zurückkommen, warum wurde denn dieser Beschluss eigentlich überhaupt gefasst? Denn ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich sagte, offiziell geht es hier natürlich angeblich um den Klimawandel. Ja? Und es steht ja auch eine ganze Menge Lobbyismus dahinter. Ja? Warum hat man das denn aufgrund all dieser Nachteile? Ich bin ja nicht der Einzige, der das weiß. Das müssen ja auch noch andere wissen. Warum hat man es trotzdem so forciert? Eigentlich wäre ein bisschen, weiß, wie der Planet sich bei uns dreht, der kann sich die Frage jetzt schon selbst beantworten. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch das natürlich wieder vernünftig ausgearbeitet. Und da wollen wir jetzt einfach mal den Punkt Nummer 6 durchgehen. Ja. Die meiner Meinung nach inoffizielle Gründe, warum dieser Beschluss des EU-Parlamentes so ausgefallen ist, wie er ausgefallen ist, beziehungsweise warum Lobbyisten vorher Monate, Jahre lang darauf hingearbeitet haben. Also der erste, einfachste Grund ist erstmal natürlich, die Entscheidungsträger in dem EU-Parlament sind selbst praktisch nicht betroffen. Und das ist natürlich immer richtig gut. Ne? Also wenn ich über etwas entscheiden muss, was mich selbst nicht angeht, dann kann ich immer sagen, hier, nach mir die Sintflut. Ja? Das ist ein böser Vorwurf, aber es ist ein Fakt, die sind nicht betroffen davon. Denn die fahren in Dienstwagen umher, müssen nichts davon bezahlen und müssen sich jetzt auch praktisch nicht um irgendwelche anderen Sachen kümmern, die sich jetzt der Otto-Normalverbraucher, Steuerzahler, Bevölkerung großartig kümmern muss. Sie führen ein ganz anderes Leben mit ganz anderen Bedingungen, mit ganz anderen Fahrzeugen und so weiter und so fort. Also Peng, betrifft sie praktisch nicht. Ja? Und gleich im Anschluss, der, was man sich eigentlich so denken kann, ne? Der größte Grund überhaupt, es ist praktisch für die Hersteller und alle anderen Industrien, die mit denen zusammenarbeiten, deutlich gewinnbringender, die Elektroautomobilität, als das Automobil mit dem Verbrennungsmotor. Und zu dieser deutlichen Gewinnmaximierung würde ich jetzt mal so ein paar kleine Unterpunkte nennen, die das da mal so ein bisschen erklären. Punkt Nummer 1 sind alternative Antriebe sowie die Forschung mit neuen Entwicklungen grundsätzlich teuer.
kosten immer Geld, keine Frage. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ja nicht so, dass die Ingenieure, die da sitzen, ja, oder so, Mitarbeiter wie du und ich, dass sie dumm wären oder nicht auf gute Ideen kommen würden. Das ist tatsächlich so. Du sitzt denn irgendwo da in deinem dunklen Kellerchen irgendwo, manchmal vielleicht auch Großraumbüro, wo auch immer, wo du gerade abgespeist wurdest, ja, und hast denn super Ideen. Ja, aber dann kommt jemand mit dem Rotstift um die Ecke und sagt, komm, sieh zu, dass du deine Arbeit machst. Ja. Das ist gar nicht erwünscht, weil es natürlich kostet. Sowas ist praktisch auch nie gefördert worden. Ja. Ich komme nochmal auf den Punkt bei einer anderen Aussage später zurück. Ja, das ist in jedem Fall teuer. Ja. Und in dem Elektroautomobilität, da muss praktisch, was zumindest jetzt die Marktreife, sagen wir es mal so, angeht, da muss nichts mehr erforscht werden. Ja. Wir müssen uns also keine zusätzlichen Kosten aufbürsten. Wie kriegen wir jetzt verdammt nochmal endlich den Motor sauberer? Brauchen wir nicht mehr machen. Peng. Ja. Da haben wir schon mal Geld gespart, beziehungsweise kriegen wir im anderen deutlich mehr raus. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, dass ja ab 2025 die neue Abgasnorm Euro 7 im Raum steht. Ja. Und die kann praktisch von vielen, das haben zumindest die Automobilhersteller so gesagt, gar nicht mehr erfüllt werden. Unter zumindest, muss man immer sagen, unter genau jenen Bedingungen, wo die restlichen Jahre irgendwo schon produziert wurde. Denn man muss immer dran denken, wenn ich keine Investition in neue Sachen reinstecke, ja, dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass ich jetzt plötzlich irgendwelche neuen Vorgaben erfüllen. Ja. Natürlich sind diese Vorgaben ganz schön horrend und hast nicht gesehen. Ja, aber ich bin zumindest aus meiner technischen Sicht der Meinung, dass es machbar wäre, wenn man entsprechend Geld in die Hand nehmen würde. Aber das will ja keiner. Also sagt man einfach, es ist nicht möglich. Punkt. Bam. Dann haben wir den Punkt, dass bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor keine neuen Plattformstrategien mehr möglich sind, die die Autos noch kostengünstiger machen könnten. Ja, eine Plattformstrategie muss man sich so vorstellen, ein Fahrzeug, damals wurde einfach ein Fahrzeug von der Karosse gebaut und dann wird der Motor reingepflanzt und so weiter, ja, gab es die Hochzeit und da hat man ein neues Fahrzeug, ein anderes Modell gebaut, ist schon wie gesagt über 30, 40 Jahre her, ja, dann musste praktisch ein komplett neues Fahrzeug entwickelt worden. Das ist natürlich irgendwie hier mit einer ganzen Menge Geld verbunden. Da sind ist richtig viel draufgegangen. Deswegen hat man sich irgendwie gesagt, wir machen das kostengünstiger. Wir machen sozusagen nur noch eine Plattform, ne, und setzen da andere Hüte drauf. Andere Karosserien könnte man jetzt auch sagen. Ja. Und somit sind viele Plattformen irgendwo identisch, fahren bloß mit anderen Aufbauten durch die Gegend. Und der Kunde sieht von dem unten nichts, der betrachtet nur das obere Produkt und sagt, es ist ein anderes Auto. Aber guckt man jetzt in die Konstruktion rein, ist es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Betrifft dann so übrigens auch die Motoren und so weiter. Komplexes Thema, brauchen wir nicht gerne. Jedenfalls, das ist der Punkt, bei den Verbrennermotoren ist dieses Ding ausgereizt. Denn wir sind bereits an einem Punkt gewesen, wo wir denn im Bereich, wir kennen das, Downsizing waren, ja, wo man sagt, man möchte die Plattform so universell, so kompakt wie nur möglich machen, damit ich richtig viele Kosten einspare, um den maximalen Gewinn rauszuholen. Ja. Und dazu bedingt, dass man dann praktisch die Motoren irgendwann entwickelt hat nach den Plattformen. Auch völlig pervers, wenn man jetzt noch weiter zurückdenkt, wo es ja komplett anders war. Ja, da hat man sich gesagt, ich habe hier einen geilen Motor, guck mal, wo der ans Auto reinpasst. Ja? Oder wir bauen sozusagen den Motor, das Auto um den Motor drumherum. Ne? So was hat es ja auch mal gegeben. Das ist dann irgendwann ganz anders geworden. Man hat vorgegeben, der Motorbauraum ist nur noch so klein aufgrund der Plattform und des Hutes, Karosse und so weiter. Sieh zu, dass du Motor baust, der genau da reinpasst. Ach du Rosiger, was machen wir jetzt hier? Ja, dann müssen wir den ja schniepeln, kleiner, wir wollen immer kompakter, immer enger. So, und irgendwann war damit Schluss. Ja, da haben wir mehr oder weniger das Limit schon erreicht, dass wir an der Plattform nicht mehr sparen können. Da ist nichts mehr Potenzial. Aber beim Elektromobil, da haben wir wieder neue Möglichkeiten. Denn den Punkt hatte ich ja bei dem Getriebe, bei der Technik schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass die kostenaufwendigen Getriebe für den Hersteller praktisch entfallen. Ja? Was jetzt vielleicht ein Nachteil sein kann, dass man auf dieses Einstufen, wenn man das jetzt so nennen mag, Automatik ging, da ein bisschen mehr Wert legen muss bezüglich der Drehmomentfestigkeit. Und wie gesagt, es gibt noch keine Langzeitstudien, wie lange das grundsätzlich hält. Kann man aber in jedem Fall schon mal die konstruktionsaufwendigen, teuren, großen Dinger mit mehreren Gängen, von denen darf man sich schon mal verabschieden. Und damit, das ist natürlich eine Komponente, die kostet richtig viel Geld im Auto, so ein Getriebe. Ja? Und wenn ich die jetzt sage, hier, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel schon so ein Hersteller einsparen kann, wenn er solche teuren Baustelle schon mal alle weglassen kann. Das ist ein Segen, ne? Und solcher Segen, wie gesagt, gibt es die ganze Menge mehr für den Hersteller. Ja? Zum Beispiel, dass es dadurch mehr Freiheiten beim Design gibt. Ja? Ich kann also grundsätzlich, wenn ich ein
ein neueres Design mache, es ist dem Fahrzeug sozusagen schicker mache, suggeriere ich dem Kunden ja immer etwas nicht nur Neues, sondern etwas Besseres und kann alleine damit, dass ich schon was Neueres bringe, mehr Gewinn fordern, beziehungsweise einen höheren Preis fordern und mehr Gewinn daraus haben. Ja, das spielt gar keine Rolle, ob das jetzt besser ist oder nicht. Und ganz unter uns, nur weil die Autos schicker sind, sind sie definitiv nicht höherwertiger geworden oder besser. Nein, sie sehen einfach nur schicker aus, wenn man das so schick nennen mag. Das ist ja im Auge des Betrachters. Ja, und in jedem Fall kann ich natürlich mit entsprechenden Designarten auch deutlich günstiger produzieren. Ja, also nicht mehr so wie damals, wenn man das jetzt immer noch mal so vergleichen mag, wie hier die Chromstoßstangen und wir kennen auch die schicken Amis mit ihren Karosserieformen, die aussahen wie Raumschiffe irgendwie, Riesendinger. Das ist auch ein total geiles Design gewesen, ja, wenn man heute aus dem Automobilautomuseum darauf noch steht. Ja. Aber das hat den Hersteller natürlich auch gekostet. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die Preise von damals angucken, von solchen aufwendigen Fahrzeugen und heute sozusagen die Dinger aus der Pressstanze rausgefallen, ja, muss ich nichts mehr so sagen. Ja. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass es mit dem Elektrofahrzeug eine stärkere Bindung an die Originalvertragswerkstätten und natürlich auch an die Erstzuliefer von den Originalersatzteilen geben wird. Denn das von diesem freien Ding, wo praktisch jeder irgendwo so mitmaschen kann, ja, hier um die Ecke nochmal das hier und da, und das könnt ihr auch vergessen bei solchen Bauteilen. Ja, also das ist ja schon ein längeres Prozedere, was grundsätzlich dem Automobilhersteller schon immer aufstößt, dieser freie Teilehandel, den es da praktisch gibt, wo man sagt, ach, ich muss jetzt nicht zu meinem Händler gehen, also zu meiner Vertragswerkstatt, sondern ich kaufe das Teil XY jetzt lieber im freien Zubehör, da kostet es mich bloß die Hälfte, obwohl es aber mitunter eventuell der gleiche Hersteller ist. Ja. Das wird auch deutlich abnehmen. Das kommt natürlich alles wieder der Geldbörse des Herstellers zugute. Ja. Dann kann man natürlich teure Arbeitskräfte einsparen, ja, weil Elektroautomobilität, auch wenn da einer vielleicht das Gegenteil nachrechnet, aber tatsächlich für die Produktion eines Elektrofahrzeugs benötige ich hier in der heimischen Industrie weniger Arbeitskräfte. Und weniger Arbeitskräfte folgt denn natürlich auch wieder ein erhöhter Börsenwert für mein Unternehmen, für meine Aktiengesellschaft. Na, herzlichen Glückwunsch, ja, sind wir wieder. Und das ist nämlich auch wieder so ein Punkt, grundsätzlich Aktien, das spekuliert wird von den Herstellern mit dem mit der Einführung oder mit der Forcierung des Elektroautomobilbereiches natürlich auch eine allgemeine Erhöhung des Aktien, des Börsenwertes. Ja, das ist auch so eine Spekulation, die da betrieben wird. Und da kann man davon ausgehen, dass das, also ich denke mal, dass das auch aufgehen wird. Ja, da liegt man nicht grundsätzlich falsch mit. Und dann der letzte Punkt, nur in dem Bereich, wie gesagt, Gewinnmaximierung, ja, für den Hersteller, wäre, dass die Förderung für Elektroautomobilität die notwendigen Investitionen von den Automobilherstellern auf die Steuerzahler verlagern werden. Ja, denn ich hatte es anfangs schon so ein bisschen erwähnt, dass natürlich die E-Auto-Prämie irgendwann entfallen wird und solche Späße. Was meint er, wer das denn eines Tages irgendwann zahlen wird? Der Hersteller auf keinen Fall mehr, der wird sich davon freimachen. Ja? Und der Staat natürlich auch nicht. Das bleibt natürlich alles, weswegen ich ja auch erklärt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Kaufpreis dermaßen sinkt. Weil irgendwer muss es im Endeffekt immer bezahlen. Und wir wissen doch alle, wer grundsätzlich dafür gut ist, am Ende zu zahlen, oder? Richtig, der Steuerzahler. Denn ganz wichtig, warum die Verbrenner unbedingt weg müssen. Natürlich kann man sich erklären, und das dürfte auch dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, dass es natürlich eine hauseigene Konkurrenz für den Hersteller ist. Na, logischerweise, wer kauft denn ein teures Elektrofahrzeug, wenn ich gleichzeitig in der Produktpalette noch einen viel günstigen Verbrenner habe? Ne? Es kommt, der Hersteller muss irgendwo forcieren. Ne? Erstmal versucht man es mit den teuren Spritpreisen, heben wir an, und wenn das auch nichts bringt, dann machen wir einfach, schieben wir dem anderen einfach einen Riegel vor. Ganz einfach. Ja, auch die Nummer funktioniert wunderbar. Ne? Und kann man auch daran sehen, dass viele Hersteller den Weg gehen, auch gar nicht irgendwie bis 2035 zu warten, wo es denn ein Verbot von den Verbrennern geht, sondern die wollen das für sich schon viel eher haben. Ja? Also da weiß ich, gibt es zumindest bei mir Planung und woanders 2030 sagt man so, will ich schon gar keinen Verbrenner mehr drin haben. Ja, das so. Den kann es nicht früh genug gehen, ja? Weil sie, wie gesagt, den Elektrokram schnellstmöglich verkaufen wollen. Ja? Und dann ein Punkt, der wird wahrscheinlich nicht jedem gleich auffallen, beziehungsweise man benötigt dazu ein, würde ich mal sagen, globales technisches Verständnis, dass in meinen Augen, oder nicht nur in meinen Augen, sondern das, ich glaube, da dürfen sich viele einig sein, dass das autonome Fahren kommen wird.
Ja? Das autonome Fahren aus dem Grund her, dass man aufgrund der erhöhten Verkehrsdichte dennoch aber mehr Kontrolle ausüben kann und es möglicherweise, zumindest nach außen hin, sagt man, um dann die Unfallwahrscheinlichkeit zu verringern, um den Verkehr dennoch nicht zum Erliegen zu bringen. Inoffiziell könnte man vielleicht doch meinen, um noch mehr Daten zu sammeln von dem Fahrer und von seinem Umfeld. Ja, denn was so ein autonomes Fahrzeug an Daten sammelt, ist der reinste Wahnsinn. Das ist, und Information, wer die hat, regiert die Welt. Da machen wir uns nichts vor. Und das Elektroautomobil ist praktisch eine notwendige Stufe zu diesem autonomen Fahren. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Fahrerassistenzsysteme, die zum Beispiel für dieses autonome Fahren notwendig sind, nicht mehr von einem konventionellen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor so realisiert werden können oder wenn, denn nur mit einem enorm hohen technischen Aufwand und wieder Investitionen vom Hersteller. Das Elektrofahrzeug ist dafür deutlich günstiger geeignet, diese Fahrerassistenzsysteme und alles das vorzubereiten, was auf das autonome Fahren hinausläuft. Ja? Und darüber kann man sich jetzt geteilter Meinung sein, was man vom autonomen Fahren hält. Das wäre ein separates Video, was ich dazu sagen könnte, würde hier nochmal genau dieses in jedem Fall sprengen. Aber in jedem Fall, das dürfte außer Frage stehen und das wird man auch in der Zukunft sehen, dass es genau auf dieses Thema halt hinausläuft. Ja? Und warum forciert man das Ganze so in Deutschland jetzt an das EU-Parlament herangetragen? Jetzt mal abgesehen von der ganzen Wirtschaft, obwohl es natürlich einen Zusammenhang gibt, werden wir gleich sehen. Aber einen noch vorhergesprungen ist natürlich, weil das Ganze in dem 178-seitigen, in der Absichtserklärung, man könnte auch sagen Koalitionsvertrag, 2021 bis 2025 zwischen SPD, FDP und Grünen drin steht. Ja. Und da auf Seite 53 bis 54 könnt ihr genau jene Absichten nachlesen. Ja. Ich will jetzt nichts über Koalitionsverträge erzählen, ja, die Sinnhaftigkeit und was denn. Aber wie gesagt, das ist einer mit der Gründe, warum die Bundesregierung natürlich dahinter steht. Und warum, jetzt könnte man natürlich auch noch spinnen, warum ist dieser Koalitionsvertrag denn überhaupt zustande gekommen? Das könnte jetzt eine Art Spinnerei sein. Aber eines ist zumindest Fakt. Ja? Ich nenne hier mal ein Beispiel, wie gesagt, aus meinem Konzern. Und das wird sicherlich viele andere auch noch betreffen. Dass der Volkswagen-Chef Herbert Diess bereits 2021 ja, gesagt hat, beziehungsweise für eine massive Erhöhung der CO2-Steuer gewesen ist und für einen Entfall der Subventionen für fossile Kraftstoffe. Er wollte aktiv die Kraftstoffe mineralölbasiert teurer machen, um so natürlich einen besseren Verkauf von Elektroautos zu forcieren. Ja? Und natürlich, da darf man natürlich auch nicht dran denken, warum war Volkswagen der Vorreiter? Abgasskandal, natürlich, kann man sich denken. Da ist eine ganze Menge Schadensersatz irgendwo geflossen und den Schadensersatz muss man ja auch irgendwie wieder rausbekommen. Ja? Deswegen war natürlich Volkswagen mit einer der Ersten, der geschrien hat, wir müssen irgendwie alles machen. Ja? Und da finde ich es irgendwie ganz schön paradox und ist auch einer mit der Gründe, warum ich mit sowas definitiv nicht mehr mitgehen kann. Ne? Weil das ist in meinen Augen akutes Greenwashing, was da betrieben wird. Nach außen hin suggeriert man praktisch, wir wollen der Umwelt helfen. Und hast nicht, ganz ehrlich, welcher Automobilkonzern ist denn interessiert an unserer Umwelt? Also wirklich, so naiv muss man mal sein. Ne? Es geht da schlichtweg nur hier immer um das, möglichst viel Marge daraus zu bekommen. Ja? Und da halte ich es für, da habe ich schon, wie kann man sich überhaupt noch so ein Auto, muss man sich also einen Verbrenner noch kaufen zu diesem Zeitpunkt, wo praktisch der Chef dieser Firma, der man da hinterherläuft, bereits erzählt hat, wir machen den Sprit richtig teuer. Versteht ihr? Da müsste doch jeder gesagt haben, ey, wenn du meinen Sprit verbrennst, dann kaufe ich doch dein Auto nicht mehr. Ich habe nie verstanden, warum die Leute in die Lohren sind und haben weiter Verbrennermotoren gekauft, von diesem Konzern zumindest. Und von anderen Konzernen, die es ja auch ähnlich forciert haben. Muss man, ist es ja, will ja nicht nur auf einem drauf herumhacken. Ne? Aber wo wir gerade bei dem Hacken sind, einen kann ich mir noch nicht verkneifen. Das muss wirklich mal gesagt werden, weil es ja nun mal in Deutschland einer ist, der mit die Politik diktiert, in jedem Fall. Ja? Dass Volkswagen grundsätzlich noch nie kein Auto innovativer Automobilhersteller ist, sondern eigentlich nur konventionelle Massenprodukte produziert. Ja.
entscheidende technische Innovationen sind grundsätzlich immer von anderen Herstellern gekommen, meistens dann irgendwo auch aus Fernost, das heißt Japan, wenn ich da Toyota, Honda, Mitsubishi zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Innovation meine ich tatsächlich, technische Raffinessen, der Ingenieur, der weiß es, vielleicht auch der Super-Tuner und so weiter, also die Leute, die sich wirklich mit der Technik im Detail auseinandersetzen, welche Sachen wirklich sagt, Mensch, oh, das ist total geil, das ist eine super Erfindung und hat jetzt wieder 5 PS auf der Geraden gebracht, so nach dem Motto, wisst ihr, oder praktisch ein besseres Abgasverhalten, eine effizientere Nutzung der Wärmekraftmaschine, Ottomotor, was weiß denn ich, das kam immer von anderen. Es ist ganz traurig, dafür muss ich mich schon geschämt haben, war auch einer mit der Runde, wo ich mir gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein, da musst du jetzt mal den Laden hier mal richtig, könnt ihr vergessen, ist gar nicht gewollt. Ja, jeder, der meint, der würde da jetzt in solche Automobilhersteller gehen und die würden was reißen, dann nehmen sie sich ja alle nicht viel. Das könnt ihr aber schön vergessen. Als erstes, wenn er eine super Idee hat, dann kommt der Chef mit dem Rotstift und malt euch das ganze Papier weg. Ja. Das ist traurig, ja, muss ich sagen, zumindest in einem Land, wo wir uns ja hier die Denker und Erfinder irgendwie meinen. Und man könnte meinen, Deutschland wäre jetzt so das innovative Automobilindustrie, muss ich sagen, hier. Ja, und Volkswagen mit einer der größten Vorreiter, was das angeht, nie irgendwie geglänzt. Ja. Die haben jahrzehntelang auf solchen Sachen wie Pumpe-Düse, Erfindung aus der Vorkriegszeit rumgeritten. Unfassbar eigentlich, unfassbar. Gut, wollen wir gar nicht, da können wir gar kein richtiges Thema drüber. Ich, nicht, dass jetzt, wie gesagt, wettert. Wie gesagt, ich habe ja selber wohl gearbeitet und ich habe selber einige Fahrzeugetypen dieser Marke gehabt. Mein Urteil ist grundsätzlich, meine Abonnenten wissen das und Leser meiner Webseite natürlich auch, dass nur weil ich etwas habe, rede ich mir das nicht schön oder schlecht, sondern ich bleibe bei den Fakten. Und wenn die nun mal so schlecht sind, dann nenne ich es so. Ja? Ist einfach so. Und hier muss ich sagen, kann ich nichts Positives dran erkennen. Das ändert jetzt natürlich trotzdem nicht das Kaufverhalten und die Mentalität der anderen Leute oder irgendwelcher Fans. Das ist mir bewusst. Aber wie gesagt, ich gucke hier lediglich auf das, was tatsächlich ist. So. Ja. Ah, bis hierher, bis zu diesem Punkt, waren das jetzt alles Fakten, die ich genannt habe. Die kann man glauben, muss man nicht. Man kann sich das schönreden, man kann den hier machen, ja, aber das ändert nichts an der Lage, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt würde ich mal, weil ich ja auch eine ganze Menge Spekulation gefunden habe zum Bereich, wie es alles in Zukunft doch angeblich werden könnte, ja, dachte ich mir, dann machst du das auch mal, ja, aber nur auf meine Art und Weise, wie ich sozusagen spekuliere. Daher jetzt der Punkt Nummer 7. Für den dürft ihr mich gern irgendwo am nächsten Mast aufhängen, verschlagen, brandmarken, verkloppen, was auch immer. Das ist das, was ich mir mit meinem persönlichen, eigenen Menschenverstand zusammengereimt habe. Natürlich aus der Kombination aus dem, was ich auch noch weiß und was ich schon von woanders her sehe und so weiter. Die Folgen dieser forcierten Elektromobilität, was also in Zukunft auf uns zukommen könnte oder teilweise sogar schon da ist. Ja? Fangen wir mal an. Eine Schönrederei von Nachteilen, eine Manipulation von angeblichen wissenschaftlichen Studien, falsche Angaben zu Daten durch die Wirtschaft, durch Verbände, Politik, Lobbyismus. Ich würde sagen, diesen Punkt kann ich durchaus schon erkennen. Wenn ich bei der Recherche jetzt mal nachgesehen habe, wie viele Fakten da verdreht werden, wie viel Lobbyismus da betrieben wird, wie viel da gelogen wird, der Punkt ist also meiner Meinung nach schon eingetreten. Kann nur noch schlimmer werden. Dann haben wir den kompletten Entfall von Forschung und Entwicklung an sinnvollen Verbrennungskonzepten. Dürfte auch logisch sein. Wenn ich da nichts mehr in Aussicht gestellt bekomme, beziehungsweise wenn ich weiß, es ist in so und so vielen Jahren X, dann stecke ich doch da kein Geld mehr rein. Das heißt, alles, was möglich potenziell wäre, wo wir da etwas verbessern könnten, ich denke zum Beispiel, wie gesagt, an die sogenannten Biokraftstoffe und alles in der Richtung, was ähnlich geht, ja, das gibt es praktisch nicht mehr. Da ist nicht nur die Innovation, die Forschung weg, sondern da ist dann praktisch auch das ganze Wissen weg. Das verfällt ja. Möglicherweise wird es niemand anders aufgesaugt, der denn damit durch die Gegend läuft. Ja? Möglicherweise verkauft man es auch an irgendwelches Auto. Ich weiß es nicht. Aber zumindest wird es hier eingestellt und ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir bremsen sozusagen, hatte ich ja schon mal erwähnt, die Evolution aus, die technische Weiterentwicklung, den Fortschritt. Bedenklich, oder?
dann natürlich, Autofahren wird immer teurer, ja, und damit für viele nicht mehr bezahlbar. Davon bin ich sehr fest überzeugt. Und das ist ja ein Trend, den sehen wir schon die letzten Jahre, Jahrzehnte mitunter. Und jetzt mit einem, wenn man das jetzt alles zusammenzieht, was ich da gesagt habe, wenn wir an die Kosten der Verbrenner, der Kosten der Elektroautomobile denken, da kann man sich vorstellen, wer kann sich das denn überhaupt irgendwann noch leisten? Das ist der reinste Wahnsinn, was da auf uns zukommen wird. Und damit wird eigentlich meiner Meinung nach neben diesen ganzen Umweltsachen auch unsere soziales Gefälle, ja, das wird auch noch, die Spanne wird auch noch weiter auseinandergerissen. Ja? Also die Unterschiede zwischen Arm und Reich werden noch gravierender. Etwas, worum man vielleicht drüber so ein bisschen schmunzeln könnte, was ich aber schon im Bereich der E-Bikes gesehen habe, ja? Dass diese vermeintlich saubere Art der Fortbewegung dazu führt, dass die Menschen immer weniger körperliche Bewegung, Anstrengung in Kauf nehmen, auf sich nehmen. Kann man sich am besten damit vorstellen, ich habe vorher den schmutzigen Verbrenner gefahren, ja, gab es zwischendurch vielleicht auch irgendwelche Verbote, Kraftstoffe irgendwie teuer, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, ach, lass ich heute mal stehen, kann ich mit dem Fahrrad machen, gehe ich zu Fuß. Ja, wissen wir ja, wir schonen mal die Umwelt, weil das Auto so dreckig ist. Jetzt wird uns vorgegaukelt, das Auto wäre total sauber, wir würden sogar saubere Energien, es kommt hier nichts mehr raus, dann kann ich das Ding noch benutzen ohne Ende eigentlich. Ne? Und vor allen Dingen natürlich auch noch mit dem Hintergrund müssen wir dran denken, wenn uns ja erzählt wird, dass sich erst nach einer gewissen Laufleistung irgendwo das Ganze von der Umweltbilanz positiv einstellt. Sozusagen, je mehr wir fahren, desto grüner wird das Elektrofahrzeug. Es ist wie praktisch paradox, je länger ich die Sparstromlampe brennen lasse in der Nacht, ja, desto mehr habe ich den Vorteil im Gegensatz zur Glühbirne raus. Ja, Alter. So eine Denkweise gibt es tatsächlich. Ja, das ist also die ökonomische Denkweise, die fehlgeleitete ökonomische. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch den gesundheitlichen Aspekt, dass ich der Meinung bin, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass die Leute dann alles tags nur mit solchen kurzen Armen rumlaufen und so einen dicken, fetten Bier bäuchen, ja, weil sie sich gar nicht mehr bewegen. Ich habe es aber erkannt bei den E-Bikes und deswegen halte ich auch diese Erfindung, Trend oder diesen Mainstream, was auch immer, für extrem bedenklich, dass Menschen sich auf Fahrräder setzen, also auf elektrisch angetriebene Fahrräder mit einem Hilfsmotor gestützt, die praktisch auf einem konventionellen Tretfahrrad, ja, mit eigener Kraft angetrieben, gar nicht klarkommen würden. Sie haben die Kraft nicht, sie haben die Ausdauer nicht. Ihnen ist es grundsätzlich zu mühsam. Ich rede ja nicht von einem Berg hochfahren, ne, sondern grundsätzlich ist Ihnen zu viel Aufwand. Es ist viel cooler, einfach von alleine durch die Gegend zu radeln. Ne? Ich nenne sie immer die Kamikaze-Fahrer im Straßenverkehr. Das sind dann tatsächlich die Leute, die sich wenig mit Fahrradfahren beschäftigen, ne, der Drang eigentlich vorhanden ist. Aber dank des E-Bikes machen wir es ja praktisch auch für andere plötzlich nutzbar. Ne? Und die anderen aber, denen fehlt genau diese Rundumsicht, zum Beispiel in einem Straßenverkehr mit einem Fahrrad. Ich bin ja selber Fahrradfahrer. Ne? Und da sehe ich selbst immer, dann kommen die da mit 38 an einem vorbei, so tüdelüdelüd, ja, vielleicht noch hier einen Stecker am Ohr, irgendwie Walkie-Talkie. Und wie oft ich schon gesehen habe, dass da gefährliche Situationen entstanden sind durch solche Sachen mit den E-Bikes, halte ich für extrem bedenklich. Ja? So viel zum Gefahr im Straßenverkehr, aber was ich halt bedenklich finde, ist unsere körperliche, alles was irgendwo dem Komfort dient für den Menschen, alles womit sich der Mensch es bequemer macht, ist alles negativ für den Menschen in seiner Evolution. Ist tatsächlich so. Also kann man, glaube ich, da dürft ihr mitgehen. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht weitermachen. Und das Elektrofahrzeug wird dazu einiges beitragen. Was wir jetzt beim E-Bike noch nicht den letzten mitgenommen haben, da werden wir beim E-Fahrzeug wahrscheinlich hier auch noch den, ne, Himmelswillen. Dann wird es, um dieses Ziel zu erreichen mit dieser forcierten Elektromobilität und vielleicht auch mit dem Ansporn bezüglich der Werte des Klimawandels mit ihren 1,5 Grad Celsius, ja, wie auch immer, wird man sicherlich weiter wahnwitzige solcher Ideen ausspinnen, ja, weil die 2035 mit Verbrenner aus wird nicht reichen. Da wird es weitere Zwischenschritte kommen, ganz bestimmt. Warten wir mal ab, ja. Wie gesagt, ist ja Glaskugel gucken, ja. Und dann hatte ich in einem Punkt bereits das auch anfangs schon erwähnt, wenn natürlich die Automobilhersteller, hier dürfen sie keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkaufen, aber in anderen Ländern, ja, ohne Probleme weiterhin, also außerhalb von Europa. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da jetzt auch nicht unbedingt weniger verkauft werden, weil wenn hier jetzt so ein bisschen
was eingebrochen ist oder die es nicht mehr gibt, dann müssen wir ja so zu gucken mal, dass wir da noch ein bisschen mehr verkaufen können. Und das Gute daran ist für den Hersteller, es gibt plötzlich nicht mehr die strengen Abgasvorschriften, die ja permanent erhöht wurden, innerhalb der EU, sondern in den anderen Ländern gelten deutlich humanere Vorschriften. Zu was führt das möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, dass da immer mehr dreckige Autos durch die Gegend fahren? Ich will jetzt dem Hersteller nicht in die Schuhe schieben, dass er da absichtlich schlechte Abgaswerte produziert. Aber die weniger Investitionen, sagen wir es mal so, in die Abgasnachbehandlung sind in jedem Fall immer lukrativer für den Hersteller. Den Abgasskandal, den man hier in Deutschland aufgeklärt hat oder grundsätzlich auch woanders, ja, war übrigens nur die Spitze des Eisbergs. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, dass es woanders und das darauf möchte ich hinaus, meiner Meinung nach, durch die Forcierung der Elektrofahrzeuge bei uns, durch ein Verbot des Verbrennerfahrzeuges bei uns, woanders nur noch dreckiger wird. Und das Problem allerdings daran ist, dass wir, was heißt Problem, die Tatsache, dass unser Planet rund ist und dass es die Erde herzlich wenig interessiert, was einer da macht, wenn der andere trotzdem aber da macht. Wir müssten konsequent gemeinsam handeln. Es kann also nicht sein, dass sich da jemand, wir hatten es, woanders die Weste grün wäscht und den ganzen Müll da unter den Teppich fegt. Ja, das ist. Und dann mein letzter Punkt zu meinen wilden Spekulationen ist, dass es unabsehbare Folgen geben wird durch den weltweit steigenden Rohstoffab- oder eigentlich könnte man eher sagen Raubbau. Ja. Es wird zu einer Zunahme von Umweltproblemen kommen und zu einer Vergrößerung des sozialen Gefälles in diesen entsprechenden Ländern und teilweise möglicherweise auch so in den europäischen Ländern, ich hatte es ja erklärt. Ja. Und damit werden wir dann möglicherweise eines Tages feststellen, wenn wir es nicht vorher schon wussten, ja, dass wir zwar die Menschen, die ja überall in Massen rumlaufen, richtig schön nach Strich und Faden betrügen und belügen können, weil sie die menschliche Schwäche, die Naivität ist, alles zu glauben, was einem irgendjemand vorkaut oder serviert. Aber die Natur unseres Planeten, die lässt sich nicht belügen. Das heißt, das können wir nicht schönreden. Da können wir natürlich darauf achten, dass das keiner sieht, was denn irgendwo anders passiert ist. Aber merken werden wir es trotzdem eines Tages, was das Klima uns hier beschert. Und daher, ja, eine kleine Ansprache jetzt mal hier so ein bisschen zur Belehrung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ja, an die Deutsche Umwelthilfe, ja, das heißt also den Abmahnverein, der von Steuergeldern lebt und der sich praktisch seine Meinung von der Industrie bezahlen lässt, an den BUND, der durch Ablasshandel käuflich geworden ist und praktisch auch irgendwo in meinen Augen zumindest jegliche Seriosität verloren hat, leider hier auch an den NABU, wo ich traurigerweise auch mal beschäftigt oder mit für gearbeitet habe, an alle Lobbyisten, Schönredner, vielleicht auch Tagträumer und leider muss man auch sagen, auch an Fridays for Future, obwohl und Co., obwohl die Idee dahinter ja völlig richtig ist, ja, aber euch vielleicht nur der Sachverstand fehlte, dieses Thema allumfassend aus der technischen Ecke richtig zu beleuchten, ja, muss ich leider sagen, dass eine Abschaffung des Verbrennermotors im Pkw bei einer gleichzeitigen Verstärkung des der Elektroautomobilität die Probleme auf unserem Planeten gesamtheitlich nur noch verstärken wird. Das ist traurig, aber das ist zumindest meine Überzeugung aus all dem, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Tja, klingt nicht so gut jetzt irgendwie alles, ja. Ich würde mir wünschen, auch irgendwie was Positives grundsätzlich dazu hätte sagen zu können irgendwie. Na, also ich meine, ich habe ja ein paar positive Punkte, glaube ich, erwähnt, ja, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist an sich nicht verkehrt, aber es ist mal wieder typisch. Was der Mensch daraus macht, ist dann wieder Grütze. Ja. Und deswegen, um hier nicht nur zu meckern, Punkt Nummer 8. Ich habe natürlich Verbesserungsvorschläge. Ihr wisst, wenn ich irgendwo dran rumnörgle, dann mache ich das möglichst konstruktiv. Das heißt also, ich hätte auch eigene Ideen, wie man das eine oder andere deutlich besser bewerkstelligen könnte. Essentieller, globaler, vorausschauender, weitdenkender.
Ne? Das, was ich euch jetzt präsentieren werde, ist sozusagen mein persönliches Manifest. Ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht richtig verkloppt, aber immerhin, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Schauen wir uns die Sache mal an. Ne? Punkt Nummer 1. Man sollte vorhandene Entwicklung weiter vorantreiben und neue sinnvolle Konzepte in jedem Fall fördern. Punkt Nummer in jeglicher Hinsicht. Ne? Punkt Nummer 2. Die Fahrzeuglebensdauer sollte wieder mindestens auf den Stand von vor ungefähr 30 Jahren erhöht werden. Na? Nichts mehr mit der Kurzrechnung von hast nicht gesehen, sondern wieder schön lang, ne? So wie es mal gewesen ist, weil nur das ist echte Nachhaltigkeit. Die Fahrzeuge müssen, wie es auch schon damals gewesen ist, wieder leichter gemacht werden. Dieser ganze Komfort und Luxus, der da drin ist, braucht kein Mensch. Brauch, ich rede hier von Brauch, nicht von haben wollen. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Zum Autofahren brauche ich 4 Räder. Irgendwas, was das Ding antreibt. Ich steuere das Ding durch die Gegend. Was weiß denn ich, ja? Zur Not, die Fenster kann ich auch manuell runterlassen. Ein Scheibenwischer muss gehen, kann ich eine Lüftung anmachen. Das ist richtig. Aber jetzt legen wir mal on top darauf, was wir da sonst noch mit drin haben. Das kostet alles nicht nur Rohstoffe. Das kostet nicht nur Gewicht. Das kostet dann auch den teuren Antriebsstrom oder meinetwegen Kraftstoff, wie auch immer, ja? Das braucht kein Mensch. Von diesem Ding sollte man sich eigentlich mal frei machen. Merkt es schon, die Richtung wird immer radikaler. Ja? Und dann sollte es meiner Meinung nach für kurzweilige Fahrzeuganschaffungen zusätzliche Steuern geben. Auch dieses Ding in der Wegwerfgesellschaft, das wie ein Fahrzeug, ne, wo man gesagt hat, naja, ich fahre das jetzt 10 Jahre lang, damals mal. Ja? Oder noch länger. Das wurde ja immer kürzer. Ich kenne Menschen wirklich, leider muss ich sagen, die wechseln ihre Fahrzeuge wie Unterwäsche. Das ist, die haben, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die kaufen sich mindestens jedes Jahr ein neues Auto. Und ich rede hier nicht von Firmenfahrzeugen. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Auch das dürfte es gar nicht geben, ja, dass da ich mir sozusagen als Mitarbeiter regelmäßig ein neues aussuchen kann. Hier für lau. Wo gibt's denn sowas, Alter? Das ist unfassbar. Seht ihr? Ja. Und dann erklärt sich nämlich auch die Nummer, warum ich, die Zuschauer meiner Abenteuerreportage wissen, ja, wo man ja gesagt hat, ey, ja, dein alter Volvo, der stinkt hinten ganz schön raus, wo ich immer gesagt habe, das Fahrzeug ist längst abgeschrieben. Ja, natürlich ist es umweltschädlich, das freut mich auch jetzt nicht daran. Bedenke ich aber, wie viel das in der Produktion gekostet hat und über welchen langen Zeitraum ich das genutzt habe. In der Zeit haben sich andere 5 neue Autos gekauft, wo ich immer noch mein erstes sozusagen fahre, ja, oder das eine. Ja. Und selbst wenn ich dann das ganze Ding schlecht räuchere, ja, im Laufe der Nutzung, ist es eine Milchmädchenrechnung, beziehungsweise ist es noch nicht mal vergleichbar mit den 5 Neuanschaffungen der anderen in dem Zeitraum, weil die haben ein Vielfaches. Sie werden mir jedes Mal sagen, mit ihrem neuen Auto, deswegen ist diese, oh, da könnte ich mich dermaßen über aufregen, über dieses naive, dumme Rede. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, das ist viel sauberer und jetzt habe ich die Umwelt gerettet. Und du mit deinem dreckigen Ding, hier, mal nachgedacht, was das neue Auto in der Produktion und so weiter, was das alles gekostet hat. Und das Gleiche 1-2 Jahre später wieder in den Top kommt? Ja, ach, das ist Wahnsinn. Also lange Rede, kurzer Sinn. Autos müssen länger halten und müssen auch länger beim Besitzer bleiben. Das ist der Punkt, ja. Ihr seht schon, alles ein bisschen Antikonsum, ja. Und unabhängig von diesem Auto, aus dieser Automobilen, aus der fahrzeugtechnischen Ecke jetzt gesehen, ja, sollten wir grundsätzlich den Abbau von Bodenschätzen schrittweise verringern, bei einem gleichzeitigen Ausbau der erneuerbaren Energien und natürlich auch der Förderung echter Nachhaltigkeit. Und mit Förderung echter Nachhaltigkeit lege ich nochmal sogar einen drauf und sage, es sollte Strafen für Greenwashing geben. In jedem Fall. Ja, ich mache zu dem Thema Lügen nochmal ein extra Video, wird demnächst auch irgendwo kommen, pack denn in meine Playlist der Gesellschaft rein, das ist ja jetzt hier aus der Automobilen-Ecke gesehen. Und da bin ich halt der Meinung, der starken Überzeugung, dass dieses Lügen, dieses extreme Greenwashing mit Vorwand, wir machen hier was für die Umwelt und so weiter, ja, dass das unserem Planeten noch mehr schadet, als praktisch, wenn ich offensichtlich jetzt, sagen wir mal, hier das Ölfest anzünde. Aber wisst ihr, was ich meine?
Weil mit dieser verdeckten Verkapselung verblöden wir, verdummen wir praktisch die Bevölkerung und die macht es dann auch noch nach und macht es auch noch mit. Ja? Wo man vorher gesagt hat, du kannst ja das Öl fast nicht verbrennen, sagen sie dann plötzlich auf einmal, ey geil, Elektrofahrzeuge machen wir alle mit, weil es super sauber ist. Versteht ihr? Das ist, hat noch einen viel größeren Schaden für unsere Gesellschaft, dieses Greenwashing, als es ohnehin schon bei irgendwelchen Werbeproduktversprechen hat und so weiter. Ja. Dann der sechste Punkt zu meinem Manifest. Ja. Die globale Betrachtung der Probleme unseres Planeten, was ich ja schon mehrfach gemacht habe, diese Geste, ja, und dass wichtige Entscheidungen grundsätzlich nur durch echte und vor allen Dingen auch unabhängige Experten getroffen werden dürften. Ja. Ich stelle mich ganz zur Verfügung, kostenlos sogar, kostenlos. Ja. Und dafür gehe ich sogar per Pedes mit meinen beiden Füßen bis nach Straßburg, um das vorzutragen. Dazu muss ich nicht wie jemand anders mit dem E-Automobil quer durch Europa reisen. Ja. Machen wir wie bei Forrest. Ja, und dann habe ich noch einen allerletzten Punkt, bei dem ich mich schon gar nicht mehr traue, das zu nennen, weil man mich dann in eine politische Richtung stecken würde, in die ich aber meiner Meinung nach überhaupt nicht gehöre. Ja, denn meine politische Richtung ist nämlich der gesunde Menschenverstand. Ganz einfach. Und dafür gibt es eigentlich gar keine Schublade. Ja, das ist allumfassend. Ja, aber nichtsdestotrotz werde ich es mal nennen und dafür, ich lasse mich jetzt hier richtig auspeitschen. Nützt alles nichts. Ich würde sagen, mit Vorsicht zu genießen in jedem Fall. Und es ist sehr unrealistisch, sage ich ja auch. Ja, bei dem anderen ist es schon schwierig, wissen wir, haben wir jetzt mitgekriegt. Aber das ist eigentlich, aber nichtsdestotrotz wäre das ein Punkt, der die ganzen Planeten retten könnte. Mit einem Schlag, mehr oder weniger. Ja. Eine grundlegende Änderung des aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Das heißt nichts anderes als eine Abschaffung des gewinnorientierten Strebens im Kapitalismus, welcher nämlich unseren Planeten ruiniert. Ja, krass, ne? Das will keiner hören, das will keiner machen, weil keiner will ja auf mehr und mehr und mehr und Gewinn und so weiter verzichten. Diese Epoche, die wir da haben, natürlich, ist ja schon ein bisschen Hänger hin, ja, ist auch nur eine von vielen in unserer ganzen Menschheitsgeschichte, so sehe ich das zumindest. Irgendwann wird die abgelöst werden, ja, wie jede Epoche irgendwo abgelöst wurde. Ja. Es ist nur eine Frage, wann das passiert und was bis zu diesem Punkt noch übrig gelassen wurde von den Folgen dieses Handelns aus diesem Ding heraus. Ja. Kann man mal drüber nachdenken und für solche Denkweisen habe ich immer ein offenes Ohr, ja, für Spinnereien. Wie gesagt, das war jetzt mein persönliches Manifest. Ich bin mir durchaus bewusst im Klaren darüber, dass das ziemlich abgehoben klingen mag und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es meiner Meinung nach eine Lösung. Und ich sage dir immer, über alles, was möglich ist, kann man grundsätzlich reden. Ja. Tja, und eigentlich würde ich jetzt an dieser Stelle in meinem Video, ihr wisst, immer sagen, ne, egal mit welchem Auto, Hauptsache irgendwie unfallfrei durch die Gegend, viel Spaß draußen. Das klemme ich mir jetzt allerdings mal, weil ich bin der Meinung, das passt hier überhaupt nicht hin und würde stattdessen das Ganze durch ein Punkt Nummer 9 editieren. Hatte ich ja auch gesagt eingangs, wo ich hier vielleicht nochmal eine kleine alternative Zusammenfassung im Bereich der Automobile geben möchte. Ja, denn immer dran denken, dies war jetzt ein Bericht über das Elektroautomobil, über das BEV, das Battery Electric Vehicle. Ja, und neben dem gibt es ja auch noch weitere andere Antriebsarten, die ich jetzt hier mal ganz kurz nennen würde, nur für alle, die es vielleicht so ein bisschen interessiert und die sich vielleicht jetzt schon mal gefragt haben, was ist das eine, was ist das andere, wo sind vielleicht die Unterschiede? Da gibt es ja doch die ein oder anderen Entwicklungen. Das ist nur ein ganz kurzer Abriss. Ich könnte euch zu jedem dieser einzelnen, es sind jetzt insgesamt 7, die ich euch nennen werde, könnte ich genauso ein Video machen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Die Frage ist aber A, ob ihr das haben wollt, ja, und B, habe ich jetzt erstmal nicht vor, ja, aber wer es haben möchte, könnte ich das machen. Ansonsten würde ich es jetzt einfach nur mal grob für euch zum Aufschlauen nochmal so ein kleiner, ist tatsächlich so eine Art, wer da so ein bisschen durch den Dschungel, im Dschungel durcheinander gekommen ist bei diesen ganzen verschiedenen Antriebsarten, was die jeweilige bedeutet. Ja.
Punkt Nummer uno wäre das Hybridfahrzeug bzw. das HEV, Hybrid Electric Vehicle, abgekürzt. Das ist praktisch nichts anderes, als dass die mechanische Energie aus einem Betriebskraftstoff des Verbrennungsmotors oder aber aus der elektrischen Speichereinrichtung gewonnen wird. Das Ganze gibt es ja noch sozusagen als Steigerung mit dem Plug-in-Hybrid, dem PHEV bzw. Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ja, ist praktisch genau das gleiche wie das HEV, bloß noch zusätzlich, dass die Batterie da auch durch einen Stecker aufgeladen werden kann, extern irgendwo an der Dose. Ja. Und was die beiden so charakterisiert, ist eigentlich, was sich schon, da muss ich ein bisschen Kritik auch noch dran äußern, ja, dass die Realität eigentlich so aussieht, dass er mit Kraftstoff gefahren wird, also mit Mineralölkraftstoff als, wie gesagt, auf dem elektrischen Antrieb. Es gibt viele, man muss sich halt drum kümmern, und da ist wieder die Bequemlichkeit des Menschen, ach scheiße, bevor ich das jetzt lade, peng. Ja. Und hinzu kommt auch noch, dass der Motor, wenn dieser Verbrennermotor läuft, relativ uneffizient ist, weil der Augenmerk ja nicht ausschließlich auf den Motor gelegt wurde, sondern auf diese Kombination. Und das ist wieder der Klassiker, packen wir zwei in einen, müssen wir einen Kompromiss machen, wird es eine nicht so gut. Hm. Und dann waren das so eine Dinger, dass sie auf langen Strecken, zum Beispiel Autobahnfahrten, wir kennen das ja hier, was weiß denn ich, will jetzt keinen, aber ihr wisst wahrscheinlich einzelne Modelle, ich möchte keinen schlecht machen, dass sie plötzlich mit Verbrauchen geglänzt haben im zweistelligen Bereich auf 100 Kilometer. Ja. Gut, also das zum HEV und zum PHEV. Dann haben wir hier als drittes noch die Fahrzeuge mit der Reichweitenverlängerung. Das sind die REX, Range Extender Electric Vehicle. Die finde ich persönlich relativ interessant, weil die eine ganze Menge Potenzial hätten. Da erfolgt der Radantrieb über einen Elektromotor ausschließlich. Aber bei einer niedrigen Kapazität der Batterie wird dann der Verbrennermotor oder aber auch Brennstoffzelle ist da auch möglich hinzugeschaltet, dass der dann die Batterie wieder auflädt, um dann wieder weiter mit der Batterie laden zu können. Also das ist dann sozusagen der Range Extender, nur im Notfall, na, ich finde jetzt keine Säule, ich kann nicht irgendwo, dann nutzen wir den Mineralölkraftstoff. Ja. Und das ganze Ding kann natürlich auch noch zusätzlich über das Stromnetz wieder geladen werden. Ja. Und in diesem Bereich gibt es eine ganze Menge interessanter Prototypen. Ja. Und ja, Was hat jetzt das EU-Parlament gemacht? Alle weg praktisch, ja? Weil sie alle irgendwo mit nochmal alternativen Kraftstoffen nebenbei betrieben werden könnten. Zumindest ist es meine Ansicht der Dinge. Ich weiß nicht, welche Schlupflöcher da vielleicht noch gefunden werden könnten, dass man da war. Also ich werde es mir wünschen. Ja? Also es wäre wirklich für unseren Planeten wäre es nur sinnvoll, wenn man in dieser Entwicklung, in dieser Richtung da, was die Range Extender, ist mein Ding zum Beispiel, ich habe ja auch eine eigene Entwicklung. Ja? Hier darf ich mal einen kleinen Eingrätscher machen. Auch ich habe einige, weil ich ja selbst in der Fahrzeugrestauration tätig war, ich im Auto bei Oldtimern gewesen bin, ich habe selber Fahrzeuge aufgebaut, von der Karosserie, vom Leiterrahmen, über jede Schraube, über jede Dichtung, Motor selbst zusammengesetzt. Und ich habe selbst zu Hause für mich privat Prototypen gebaut. Ja, mit der Zulassung ist man... ja, aber nichtsdestotrotz, und da habe ich genau solche Konzepte auch mit eingearbeitet. Ja. Ich bräuchte jetzt hier bloß einen großen Investor, der sagt, ey, das ist ein geiles Ding und dann machen wir damit die Welt klar. Ja. Aber ihr wisst ja, wie es aussieht mit guten Ideen. Ja. Und dann haben wir noch als viertes das Brennstoffzellenfahrzeug. FCEV, ja, oder auch Fuel Cell Electric Vehicle genannt. Da wird die elektrische Energie aus der Brennstoffzelle, aus Wasserstoff und einem Alkohol herausgewonnen. Und die einzige Emission, die wir denn bei dem Fahrzeug, was dann hinten rauskommt, ist praktisch Wasser bzw. Wasserdampf. Ja. Und was man, die Brennstoffzelle wird immer ganz gern verschrien mit, ist unwirtschaftlich, weil viel zu teuer. Und der Hintergrund natürlich der Wasserstoff, die Produktion des Wasserstoffs ist natürlich energieaufwendig. Ist es tatsächlich, keine Frage. Es gibt aber einen Streit darum, wer dem Wasserstoff zusteht, weil das natürlich auch für andere geplant wird, der Wasserstoff. Ja, ist ja auch nicht unendlich vorhanden. Naja, das ist ein Ding. Aber ich sehe da zumindest, dass da Potenzial vorhanden ist und da müsste man Wege finden. Was ich als interessanten Nebeneffekt finde beim Brennstoffzellenfahrzeug, dass man in Ballungsräumen beispielsweise, wo eine schlechte Luftqualität herrscht, wenn ich jetzt mehr Abgase in Form von Wasserdampf rausblase, dass es tatsächlich zu einer Verbesserung der Luftqualität führen kann, weil es natürlich den ganzen Feinstaubkram bindet. Mal drüber nachgedacht? Wasserstofffahrzeuge in Innenstädten? Gar nicht so verkehrt, oder? Ah ja, gut. Das ist eine Spinnerei von mir. Ja? Aber könnte was sein. Als fünftes haben wir das
Erdgasfahrzeug. Was ja praktisch im Erdgas ist ja nichts anderes als Methan oder der größte Anteil im Erdgas ist Methan. Je reiner das Erdgas, desto mehr Methananteil. Auch genannt CNG, Compressed Natural Gas. Oder auch LNG oder auch NGV, wie auch immer, aber Erdgas in jedem Fall. Das Problem daran ist, es ist relativ schwierig und kostenintensiv, die Entwicklung solcher haltbaren Motoren für den Hersteller. Deswegen gehen die da meistens, man versuchte da so ein bisschen auf die grüne Daumenschraube zu drücken, aber eigentlich hat man gesagt, kriegen wir nicht fest und Klopffestigkeit und Verschleiß war hoch. Naja, da hat es denn wieder der Klassiker an der Entwicklung gehapert. Ja, weil man nicht genug Geld in die Hand genommen hat, meiner Meinung nach zumindest, um das besser, also ich hätte Ideen, ja. Und das Positive an dem Ding ist eigentlich, dass es deutlich weniger Schadstoffemissionen als beispielsweise bei Messinern gibt und dadurch natürlich auch eine bessere Umweltbilanz. Ja. Jetzt gibt es wieder Modellrechnungen, die sagen, es ist teilweise sogar besser als ein Elektrofahrzeug. Naja, da wäre ich wieder vorsichtig, weil dann sind wir wieder bei Studien, bei Zahlen auf dem Papier und so weiter. Ja. Ich betrachte es mal aus der technischen Ecke und sage in jedem Fall, methanbetriebenes Fahrzeug ist nicht verkehrt. Macht durchaus Sinn. Und was haben wir jetzt mit Brüssel? Brüssel sei Straßburg, Entschuldigung. EU-Parlament. Bam, weg die Tüte. Ja. Also, weil ist natürlich ein Biokraftstoff. Ja. Ist ja, wie gesagt, verboten worden. Geht gar nicht. Echt. Denn als Pendant zu dem Erdgas haben wir als Nummer 6 das Flüssiggas bzw. Das LPG, Liquefied Petroleum Gas. Und das ist ja nicht wie Methan, sondern das ist praktisch nichts anderes als Bupan, Propan. Also wenn ich jetzt hier meinen Campingkocher aufdrehe. Ja. Und damit dürfte es klar sein, ist das alles andere als nachhaltig, weil das ja praktisch ein Abfall, ein Nebenprodukt der Benzinherstellung ist. Also das heißt, aus der Erdölraffinerie kommt. Ja. Ist also sozusagen, ist natürlich, kann man sich jetzt drüber streiten, ob es jetzt leicht, aber es ist egal. Es ist in jedem Fall nicht nicht nachhaltig und da kann ich mitgehen, dass man sagt, oder dass man sagen würde, wenn man das denn täte, dass man sagt, nee, Flüssiggas ist zwar günstig, ja, keine Frage, aber machen wir nicht, ja, und gehen dann lieber auf Erdgas, wäre zumindest mein Ding. Ja. Flüssiggas hat nur den Vorteil, dass es wieder leichter von den Motoren vernuckelt, wisst ihr selber, könnt ihr praktisch auf sehr viele Benzinermotoren, können wir Flüssiggas aufbauen. Ja, und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt noch an einige alte Volvos denke, das ist ja relativ populär, die fahren noch mit einer 750.000 Kilometer, ein Ottomotor, wohlgemerkt, Benziner, noch mit Flüssiggas, ja, mehr oder weniger problemlos. Das ist, ist eine günstige Alternative gewesen, aber wie gesagt, aufgrund der Herkunft mit dem Mineralöl bin ich davon nicht besonders überzeugt, das Umweltaspekt. Ja. Und ja, dann haben wir als Punkt Nummer 7 natürlich noch, last but not least, die ganzen Verbrennungsmotoren. Ja. Hat ja auch Wärmekraftmaschinen genannt, wie beispielsweise ein Hubkolbenmotor, ein Kreiskolbenmotor, ein Drehkolbenmotor, Rotationskolbenmotoren. Dann könnte man auch noch die Stahl- und Raketentriebwerke dazu mit den Gasturbinen, auch wenn es eigentlich ein bisschen, aber sie sind dennoch Verbrennungs- bzw. auch Wärmekraftmaschinen, ja. Die dann natürlich bisher konventionell natürlich alle mit dem Mineralöl bzw. mit dem fossilen Brennstoff gefahren worden, was ja der Grund ist, wie gesagt, für das Aus. Aber bedenken wir jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt mal 7 genannt und da sollte man zumindest wissen, dass es auch noch kleinere Nischenprodukte gibt bzw. ein paar exquisite Tüfteleien, wenn man das so nennen darf, Prototypen, winzige Vorserien, die praktisch mehr oder weniger nicht marktreif gemacht werden, weil hier wieder, der hier. Ja, aber die Idee, die dahinter steckt, ist gut. Ja? So wie auch manche Ideen jetzt von mir nicht unbedingt völlig verrückt, also klingen vielleicht, ja, aber eher nur für jemanden, der einen Rotstift in der Hand hat. Für jemanden, der weiterdenkt und sagt, ja, da könnte man sich eine Scheibe von abschneiden. Und solche Erfindungen gibt es, wie gesagt, noch ein paar. Deswegen habe ich jetzt hier nur mal 7 genannt. Ja? Und das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein. Ich denke, das Video ist mal wieder lang genug geworden, aber ihr habt ja auch gesehen, ich habe es versucht, irgendwie von allen Aspekten zu beleuchten und da ich ja selbst aus der Ecke komme, kann ich jetzt nicht irgendwie das Ding nur oberflächlich behandeln und ich bin auch der Meinung, dass man mir hier keine Voreingenommenheit irgendwie unterstellen kann.
Also kann man schon, ja klar, logisch. Aber wer mich kennt, der wird sagen, es ist Schwachsinn irgendwo, weil ich A, praktisch sowohl aus der grünen als auch aus der technischen Ecken komme. Und ich habe immer versucht, so steht es auch bei mir auf der Webseite, den Vermittler zu machen. Ja, so, dass sich diese beiden Sachen annähern, dass wir so eine Verschmelzung miteinander hinbekommen, wo alle was von haben und im Endeffekt das Ganze global gesehen für unseren Planeten auch Sinn macht. Das war auch mein Anliegen. Grundsätzlich nicht nur meiner Webseite, meiner Philosophie, Mentalität, sondern auch, dass es hier, wollte ich mit dem Video nochmal zum Ausdruck bringen, dass man Dinge doch bitte möglichst ein bisschen globaler, komplexer betrachten möge, als nur irgendwelchen populistischen, lobbyistischen Meinungen hinterherzulaufen, die im Endeffekt wirklich nur einem dienen, nämlich dem Hersteller. Aber unser Planet lässt sich halt leider nicht mit Geld bezahlen. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt in jedem Fall viel Spaß draußen.